So, meine Damen und Herren, wir kommen nun zum Kapitel über Madame de Stael und ihr epochemachendes Werk De l'Allemagne. Madame de Stael wird im Jahr 1766 in Paris als Germaine Necker geboren. Ihr Vater, Jacques Necker, stammte aus Genf, war Großbankier in Paris, zeitweilig Finanzminister unter Louis XVI. Ihre Mutter, Suzanne Necker, leitete einen der bekanntesten Salons in Paris, in dem die wichtigsten Aufklärer verkehrten. Ihr Vater war eigentlich die wirklich große Liebe ihres Lebens. Sie war das einzige Kind. Ihre Mutter war calvinistisch streng. Der Tod ihres Vaters war für Madame de Stael eine der größten Krisen ihres Lebens. Germaine Necker, also die hochintelligente und frühreife Tochter, wird im Salon ihrer Mutter in das avancierteste Denken ihrer Zeit hineinsozialisiert. Schon im Alter von 12 Jahren verfasst sie ihre erste Komödie, wenig später Novellen, Romane und wissenschaftliche Abhandlungen. Im Alter von 20 Jahren, hier ist sie also ungefähr 30, im Alter von 20 Jahren wird sie mit dem schwedischen Botschafter in Paris, Erik Magnus Stahl, also Erik Magnus Stahl von Holstein, schwedischer Botschafter, verheiratet, der, wie sein Name sagt, ursprünglich aus Holstein stammt und sich auf etwas obskure Weise den Titel Baron zulegte, worauf Napoleon später, wir werden es sehen, spöttisch eingehen wird. Als Protestantin in Paris standen Germaine Necker nicht viele gute Partien offen, und so war der schwedische Botschafter das Optimum. Dass der Name Stahl ausgesprochen wird, muss daher kommen, dass es sich bei dem E im Namen ursprünglich um ein norddeutsches Dehnungs-E handelte, wie in den Ortsnamen Soest oder Kevelaar. Warum irgendwann das Trima auf das E kam, konnte ich nicht herausfinden. Es gibt auch Franzosen, die sprechen Madame de Stael oder Madame de Stael, selbst Literaturwissenschaftler. Vorwiegend ist es aber doch, dass man Madame de Stael spricht. Warum irgendwann das, weil der Herr Baron de Stael von Holstein eben tatsächlich, weil das tatsächlich ein ursprüngliches Dehnungs-I war, was nicht gesprochen wird. Sie kennen ja auch das Dehnungs-I in Troisdorf oder so etwas. Gut. Das Trema, warum das Trema auf das E kam, vielleicht um eine französische Aussprache Stael zu verhindern. Egal. Das Ehepaar de Stael wird offiziell 5 Kinder haben, wobei allerdings nur bei den ersten beiden, die früh sterben, einigermaßen sicher ist, dass Monsieur de Stael auch der Vater ist. Madame de Stael hat häufig wechselnde Liebhaber. Sie sieht ja in ihrer Jugend auch sehr nett aus. Monsieur de Stael stirbt im Jahr 1802. Madame de Stael wird im Jahr 1812 noch ein 6. Kind bekommen. Madame de Stael ist stark politisch engagiert, auch in Schriften und Artikeln. Sie ist eine Anhängerin der konstitutionellen Monarchie, womit sie bei der sich ab 1792 radikalisierenden Revolution und dann bei Napoleon ab dessen Machtübernahme im Jahre 1799 natürlich, wie schon Constant, schlechte Karten hat. Sie vertritt also eine Position der Mitte, konstitutionelle Monarchie, weder radikalisierende Revolution wie 1792-93 noch Alleinherrschaft eines Kaisers dann. Seit 1792 lebt sie hauptsächlich im Exil, großenteils auf Schloss Coppet in der Nähe von Genf, das ihr Vater 1784 gekauft hatte und das sie nach dessen Tod im Jahre 1804 erbte. Von Exil kann man eigentlich da ja nicht sprechen, aber für Madame de Stael war jeder Ort mit Ausnahme von Paris ein Exil. Nachdem Paris für sie zur verbotenen Stadt geworden war,
machte sie eben Coupé zum Ersatz Paris. Von 1805 bis 1810, zum Teil bis 1815, residierte sie dort mit Unterbrechungen und scharte die Crème de la Crème der politischen und intellektuellen Opposition um sich. Viele Namen, die heute nur noch Spezialisten bekannt sind. Hier dann ein Porträt der älteren Madame de Staël, wo sie durchaus, man sieht ihr an, dass es eine sehr dezidiert auftretende Intellektuelle ihrer Zeit ist. Die Zusammensetzung des Cercle de Coupé ändert sich natürlich laufend, aber für längere Zeit halten sich dort Benjamin Constant, mit dem sie ein Verhältnis hat, auf, und August Wilhelm Schlegel, der gerne mit ihr ein Verhältnis gehabt hätte, aber wahrscheinlich dann doch keins hatte, Schlegel, den sie von ihrer Deutschlandreise in den Jahren 1803-04 quasi mitgebracht hat. Auf dieser Deutschlandreise, die sie vor allem nach Weimar, Jena und Berlin, aber auf der Hin- und Rückreise auch in andere Städte führt, lernt sie die Elite der damaligen deutschen Dichter und Denker kennen. Wieland, Schiller, Goethe, Rahel, Varnhagen von Ense, Ifland, Fichte, Schelling, Wilhelm von Humboldt und eben August Wilhelm Schlegel, der ihr dann bei ihrem Buchprojekt über die neueste Literatur und Philosophie in Deutschland, eben de l'Allemagne, eine wichtige Hilfe sein wird, auch wenn sie inzwischen selbst gut Deutsch lesen kann. In der Konversation kommt sie damals auf ihrer Deutschlandreise natürlich überall mit Französisch durch. Die bekanntesten Werke von Madame de Staël sind ihr Briefroman Delphine aus dem Jahr 1802 und ihr Roman Corinne ou l'Italie aus dem Jahr 1807, in denen sie aus ihrer Sicht und natürlich fiktional überformt ihre Beziehung zu Benjamin Constant verarbeitet, so wie er seine Beziehung zu ihr im Roman Adolphe verarbeitet hat. Und dann natürlich ihr Hauptwerk, das wir gleich besprechen werden, De l'Allemagne. An diesem Werk arbeitet sie von 1807 bis 1810. Das Werk hat eine abenteuerliche Veröffentlichungsgeschichte. Fast wäre es nie veröffentlicht worden. Unter Napoleon herrscht strenge Zensur. Jeder Verlag muss neue Bücher der Zensur vorlegen. Und im Falle einer seiner wichtigsten Gegnerinnen liest sogar Napoleon selbst im Buch und schreibt am 8. September 1810 an seinen Polizeiminister Folgendes. Madame de Staël ist natürlich auch irgendwie ziemlich verrückt, das Buch in Paris veröffentlichen zu wollen unbedingt. Es hätte sie ja auch in Genf veröffentlichen lassen können oder dann gleich in London, wie sie es später macht dann. Also Napoleon liest, als das Buch fertig vorliegt und der Zensur vorgelegt werden muss, liest selbst im Buch und schreibt am 8. September 1810 seinem Polizeiminister: Je vous ai renvoyé l'ouvrage de Madame de Staël. A-t-elle le droit de s'appeler Baronne? Von ihrem Vater her? Von ihrem Mann her? Prenait-elle ce titre dans les ouvrages qu'elle a publiés jusqu'à cette heure? Faites supprimer les trois quarts des passages où elle exalte l'Angleterre. Cette malheureuse exaltation nous a déjà fait assez de mal. Da habe ich Ihnen das Buch, eine hervorragende Biografie über La femme et l'œuvre, Madame de Staël von Ghislain de Diesbach eingefügt. Das ist dort zitiert, dieser Napoleon-Brief. Übersetzung: Ich habe Ihnen das Werk von Madame de Staël zurückgeschickt. Hat sie eigentlich das Recht, sich Baronin zu nennen? Hat sie diesen Titel aus den Romanen entliehen, die sie bisher veröffentlicht hat? Also Napoleon hat ihre Romane sehr wohl gelesen. Streichen Sie drei Viertel der Passagen, in denen sie England rühmt. Dieser unglückliche Lobpreis hat uns schon genug geschadet. Also Madame de Staël spricht nicht nur über deutsche Literatur und Philosophie der Zeit, sondern vielfach über die ganze westeuropäische zumindest geistige Situation der Zeit. Dass sie l'Allemagne rühmt, das ist Napoleon egal, weil er hat ja Deutschland unterworfen und Österreich und Preußen und so weiter. Aber an England hat er sich halt die Zähne ausgebissen und das ärgert ihn dann besonders. In diesem Brief an seinen Polizeiminister ist also noch nicht die Rede davon, das Werk ganz zu verbieten.
Aber im Laufe des nächsten Monats spitzt sich die Situation zu, bis Napoleon befiehlt, das Werk gänzlich zu zerstören. Und sein Polizeiminister schreibt dann an Madame de Staël in dem nächsten Zitat: Il m'a paru que l'air de ce pays, la France, ne vous convenait point, et nous n'en sommes pas encore réduits à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez. Gemeint sind wieder Deutschland und England. Votre dernier ouvrage n'est pas français. Also der Polizeiminister schreibt an Madame de Staël, indem er mitteilt, dass das Buch nicht veröffentlicht wird: Es schien mir, dass die Luft dieses Landes Frankreichs euch nicht zusagt, und wir sind noch nicht so weit, dass wir unsere Vorbilder bei den Völkern suchen müssen, die ihr bewundert. Euer neues Werk ist nicht französisch. Die Polizei beschlagnahmt alle schon gedruckten Bücher, lässt sie einstampfen und zerstört die Druckplatten und auch das Manuskript. Es ist wohl nur August Wilhelm Schlegel zu verdanken, dass es das Werk überhaupt gibt. Es gelingt ihm in einer abenteuerlichen Reise, einen Satz geretteter Druckfahnen nach Wien zu schaffen. Gegen Ende seiner Herrschaft wird Napoleon immer repressiver. Madame de Staël flieht über Wien, St. Petersburg und Stockholm nach London, wo De l'Allemagne dann 1813 erstmals in französischer Sprache erscheinen kann. In der Übergangszeit zwischen Napoleon und der Restauration mischt sie wieder kräftig in der Politik mit, stirbt dann aber schon 1817 im Alter von nur 51 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Sie hatte 6 Kinder, hatte die intellektuelle Situation der damaligen Zeit beherrscht, hat ungeheuer viel geschrieben. Ihr Leben war ein fulminanter Roman. Die zitierte Autobiografie von Diesbach ist äußerst spannend zu lesen. Dann blenden wir das Buchcover ein aus dem Jahre 1815. Deutschlandbilder aus Coupé, 200 Jahre de l'Allemagne von Madame de Staël. Das geht zurück auf ein Symposium, das eben im Jahr 1813 stattgefunden hat, als tatsächlich 200 Jahre de l'Allemagne veröffentlicht war, was ich herausgegeben habe zusammen mit Anja Ernst. Und da ist dann folgender Aufsatz von mir drin, aus dem ich hier kommentierend und überarbeitend vortrage: Madame de Staël's de l'Allemagne als Gründungsmanifest einer vergleichenden europäischen Literatur- und Kulturwissenschaft. Das erste Kapitel lautet: Konstruktion der europäischen Gesellschafts- und Bewusstseinsform um 1800 in de l'Allemagne. Und das erste Unterkapitel: Il faut dans nos temps modernes avoir l'esprit européen. Wenn ich dieses erste Kapitel überschreibe mit europäische Gesellschafts- und Bewusstseinsform um 1800, so liegt darin angesichts der realen Vielfalt im damaligen Europa natürlich eine radikale idealtypische Zuspitzung. Den Idealtypus einer europäischen Gesellschaftsform um 1800 wird man nur auf einer sehr hohen Abstraktionsebene aufstellen dürfen, und für eine einheitliche Bewusstseinsform gelingt die Typologisierung nur in Bezug auf eine europäische Geisteselite, als deren Avantgarde sich die Kosmopoliten von Coupé allerdings in der Tat verstehen und natürlich Madame de Staël vor allem. Madame de Staël versteht sich sowieso als Inkarnation der europäischen Bewusstseinsform um 1800. Sie war Anführerin einer Avantgarde von Denkern und ihr monumentales, in jeder Hinsicht ein erstaunliches Werk de l'Allemagne will nun nicht nur die deutsche Kulturrevolution der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Frankreich und Europa bekannt machen. Genauso wichtig in de l'Allemagne ist der permanente synchrone und diachrone Kulturvergleich im europäischen Maßstab. Dann also nochmal dieses Zitat: Il faut dans nos temps modernes avoir l'esprit européen. Man muss heutzutage europäisch denken. Da sehen Sie unten dann auch die jeweils
die bibliografischen Angaben, wo ich das hier habe, ist die Zitate. Esprit européen ist für Madame de Staël ein sehr komplexer, historisch dreifach aufgeladener Begriff, wobei die zweite und die dritte Stufe jeweils die vorherigen Begriffsverhältnisse nicht einmal ersetzt, sondern im Hegelschen Sinne, dessen Werk Madame de Staël allerdings noch nicht kennen konnte, aufhebt. Die Entstehung eines europäischen Patriotismus situiert Madame de Staël im Sinne der deutschen Romantik, aber auch von Chateaubriands Genie du Christianisme beeinflusst, im katholischen Mittelalter. Also die Entstehung eines europäischen Patriotismus situiert Madame de Staël schon im katholischen Mittelalter. Nächstes Zitat. Les croisades réunir les gentilshommes de tous les pays et firent de l'esprit de chevalerie comme une sorte de patriotisme européen qui remplissait du même sentiment toutes les âmes. Die Kreuzzüge führten die Adligen aller Länder zusammen und ließen aus dem Geist der Ritterlichkeit eine Art von europäischem Patriotismus entstehen, der alle Seelen mit den gleichen Empfindungen erfüllte. Natürlich sehr problematisch heutzutage, die Kreuzzüge so positiv zu werten. L'esprit de chevalerie, wie es hier im Zitat heißt, der Geist der Ritterlichkeit, ist natürlich auch wieder ein idealisierter, aus der Rolands- und Artus-Epik gewonnener Begriff, der Madame de Staël vom begeisterten Medievisten August Wilhelm Schlegel nahegebracht wurde. Nach ihrem Tod, das habe ich ganz vergessen zu sagen, es geht ja hier auch nicht in erster Linie um August Wilhelm Schlegel, nach Madame de Staëls Tod nahm August Wilhelm Schlegel ja eine Professur für Indologie und vergleichende Literaturwissenschaft an der neu gegründeten Universität Bonn an und war dann auch zeitweise deren Rektor. Also, das Mittelalter war Madame de Staël natürlich vom begeisterten Medievisten August Wilhelm Schlegel nahegebracht worden. Und wir werden später noch sehen, wie Madame de Staël den Begriff des Esprit de Chevalerie in säkularisierter Form zum Leitbegriff ihres europäischen Kulturideals erhebt. Das keineswegs rückwärtsgewandt ist, wie das jetzt hier am Anfang vielleicht scheinen kann. Im Prozess der Herausbildung der modernen europäischen Kultur wird der Begriff der katholischen Ritterlichkeit zunächst aufgehoben vom, nächstes Zitat, l'esprit d'examen, dem Geist der Überprüfung, und von l'amour de la liberté, dont l'histoire a commencé vers l'époque de la Reformation, der Freiheitsliebe, deren Geschichte in der Epoche der Reformation begann. Das protestantische Prinzip, also das katholische Mittelalter, wird beendet, natürlich durch die Reformation und den Geist der Überprüfung. Das protestantische Prinzip kritischer Bibellektüre und selbstständiger Gewissenserforschung wird dann wiederum aufgehoben und säkularisiert in der Aufklärung, deren europaweiter Siegeszug für Madame de Staël nicht mehr aufzuhalten ist. Zitat: Il faut nécessairement que les opinions et les lumières de l'Europe pénètrent au milieu d'une monarchie. In dem Fall geht es um Österreich, wo die Aufklärung noch nicht sehr weit fortgeschritten ist in dieser Zeit. Qui est au centre même de cette Europe? Die aufgeklärten Ansichten Europas müssen sich notwendigerweise auch in einer Monarchie wie Österreich ausbreiten, die im Zentrum Europas selbst liegt. Wir werden gleich noch sehen, dass Madame de Staël gewissen Tendenzen der französischen Aufklärung durchaus kritisch gegenübersteht. Sie lehnt Diderots und insbesondere D'Holbachs und Lamettrys materialistisches Denken energisch ab und gibt sich als überzeugte Anhängerin Montesquieus und zum Teil Rousseaus zu erkennen. Aufklärung bedeutet für sie Gewaltenteilung, die Einführung konstitutioneller Monarchien nach dem Muster Englands, Bildung und Wissenschaft nach dem Vorbild Rousseaus, Pestalozzis und Wilhelm von Humboldt und die freie Zirkulation von Ideen. Eine egalitäre Gesellschaft mit gleichen Aufstiegschancen für alle kann sie sich allerdings noch nicht vorstellen und
Was noch nicht verwunderlich ist, Ihr Weltbild ist eurozentristisch. Sie setzt Ihre Idee von Europa mit dem Begriff der Civilisation Moderne gleich. Nächstes Zitat, oder das ist jetzt kein Zitat, sondern sinngemäß kann man das aus gewissen Passagen herauslesen. L'Europe ist gleich mit la Civilisation. L'Europe égal la Civilisation Moderne. Europe ist gleich, Europa ist gleich moderne Kultur. Madame de Staël's Vorstellung von Europa aber ist bereits so kompakt, dass sie die verschiedenen europäischen Sprachen als europäische Dialekte bezeichnet. Nächstes Zitat. L'art de traduire est poussé plus loin en allemand que dans aucun autre dialecte européen. Die Kunst des Übersetzens ist im Deutschen weiter fortgeschritten als in irgendeinem anderen europäischen Dialekt. Sie ist ja auch, propagiert sehr stark das Übersetzen aus anderen Sprachen ins Französische, weil die Franzosen ja, so ist das ja mit einer Lingua Franca, so ist das heute mit dem Englischen, waren natürlich gewohnt, dass die meisten Leute sowieso Englisch schreiben oder auch also Französisch damals. Und sie interessierten sich eigentlich auch gar nicht, weil sie sich für die Größten hielten. Und Madame de Staël ist eine der Ersten, die sagte, wir müssen unbedingt die Avantgarde der anderen europäischen Länder ins Französische übersetzen, damit wir den Anschluss nicht verlieren. Das nächste Unterkapitel, Strukturwandel der Öffentlichkeit und der Individualität seit dem Mittelalter. Wie aber konstruiert Madame de Staël nun konkret die moderne europäische Gesellschafts- und Bewusstseinsform mit ihren Wurzeln im katholischen Mittelalter, im Protestantismus und in der Aufklärung? Mit Hilfe eines von ihr selbst recht frei übersetzten Schiller-Zitates aus dem Vorwort von dessen Tragödie Die Braut von Messina, das jetzt gleich folgt, können wir schon einblenden, skizziert Madame de Staël das, was man in Anlehnung an Jürgen Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit von einer vormodernen zu einer modernen Gesellschaft nennen könnte. Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit 1962, wo er zeigt, wie sich so etwas wie die bürgerliche Öffentlichkeit herausbildete im Laufe des 17., 18. Jahrhunderts und die bürgerliche Öffentlichkeit dann gleichzeitig auch die Meinungsmacht übernahm in Europa. Gut, mit diesem Schiller-Zitat jetzt hier skizziert Madame de Staël das, was man ebenfalls einen Strukturwandel der Öffentlichkeit von einer vormodernen, mittelalterlichen zu einer modernen Gesellschaft nennen könnte. Les palais sont fermés. Les tribunaux ne se tiennent plus en plein air devant les portes des villes. Les écrits ont pris la place de la parole vivante. Das ist also Schiller, ne, übersetzt von Madame de Staël. Le peuple lui-même, cette masse si forte et si visible, n'est presque plus qu'une idée abstraite. Et les divinités des mortels n'existent plus que dans leur cœur. Der Palast der Könige ist jetzt geschlossen. Die Gerichte haben sich von den Toren der Städte in das Innere der Häuser zurückgezogen. Die Schrift hat das lebendige Wort verdrängt. Das Volk selbst, die sinnlich lebendige Masse, ist, wo sie nicht als rohe Gewalt wirkt, zum Staat, folglich zu einem abgezogenen Begriff geworden. Die Götter sind in die Brust des Menschen zurückgekehrt. Mit Schiller beschreibt Madame de Staël den Prozess der Rationalisierung, Mediatisierung, Abstrahierung und Verinnerlichung, in dessen Verlauf sich aus feudalen Strukturen mit ihren persönlichen Abhängigkeiten und Verbundenheiten der arbeitsteilige Verwaltungsstaat absolutistisch und dann auch bürgerlicher Prägung herausgebildet hat. Und mit diesen Veränderungen in der gesellschaftlichen Organisation, wo man eben nicht mehr im freien Gericht spricht und dann eventuell auch noch mit vormodernen Methoden wie Gottesurteilen und sonst etwas und wo man eben nicht mehr einfach durch Handschlag Verträge schließt und mündlich, sondern wo man aufschreibt, Verträge schriftlich fasst und Gesetze schriftlich fasst. Mit dieser
Änderung des gesellschaftlichen Funktionierens verändert sich zugleich der Aggregatzustand der Subjektivität. Im Gegensatz zu Schiller freilich, der in der hier nicht wiedergegebenen Fortsetzung des Zitats diesen Prozess in seiner Tragödie Die Braut von Messina auch durch die Wiedereinführung des Chors poetisch umkehren oder zumindest neutralisieren möchte, kritisiert Madame de Staël solch poetisches Zurückdrehen des unumkehrbaren historischen Prozesses. Für sie sind zwar antike und mittelalterliche Dichtkunst, die einen anderen Bewusstseinsstand spiegeln als die europäische Moderne, Teil des europäischen Kulturerbes, in dem sich Europa seiner Herkunft versichert. Aber sie sieht keinen Sinn darin, in der Moderne mit vormodernen Mitteln Kunst schaffen zu wollen. Mit Bezug auf Goethes Götz von Berlichingen führt Madame de Staël dann, dieses Mal mit ihren eigenen Worten, den Gedanken des Strukturwandels der Öffentlichkeit zwischen Mittelalter und Neuzeit, welcher zugleich ein Strukturwandel der Privatheit ist, noch weiter aus. Götz von Berlichingen spielt ja zur Zeit der Bauernkriege im 16. Jahrhundert, wo dieser Umbruch eben am deutlichsten wird. Das Zitat also, schreibt sie, Dans le Moyen Âge, chaque château était une forteresse, chaque seigneur un souverain. L'établissement des troupes de ligne et l'invention de l'artillerie changèrent tout à fait l'ordre social. Ils introduisirent une espèce de force abstraite qu'on nomme État ou nation, mais les individus perdirent graduellement toute leur importance. Im Mittelalter war jedes Schloss eine Festung, jeder Schlossherr ein Souverän. Die Einführung von regulären Truppen und die Erfindung der Artillerie änderten die gesellschaftliche Ordnung grundlegend. Es entstand eine Art von abstrakter Gewalt, die man Staat oder Nation nennt, aber die Individuen verloren nach und nach jede Bedeutung. Goethes Götz von Berlichingen ist die Tragödie des bewusstseinsmäßig in feudalen Strukturen verhafteten Ritters, persönliche Lehensverhältnisse, ritterliche Ehrbegriffe, der sich in der neuen Welt abstrakt gewordener Machtverhältnisse, Großstaaten, und deren Kriegsführung nicht mehr zurechtfindet. In der feudalen Welt war Deutschland ja zersplittert in hunderte von kleinen Territorien, auf die der Kaiser nur wenig Einfluss hat. Jeder war unmittelbar, jeder Lehensherr hatte seine Vasallen, mit denen ihn persönliche Verhältnisse der gegenseitigen Abhängigkeit verbanden. Der Einzelne war auch noch, solange es keine Schusswaffen gab, war der Einzelne auch noch, war der Krieg noch eine Kunst, die Kriegskunst, weil der Einzelne durch seine Geschicklichkeit im Umgang mit Lanze und Schwert sich selbst bewährte, sein Heldentum individuell war. Während Schießen kann ja jeder und dann ändern sich auch natürlich, wie es hier steht, die Kriegsführung. Und solche Dinge. Und jemand, der dem Alten anhängt, wie Goethes Götz von Berlichingen, muss da untergehen. Madame de Staël behandelt bevorzugt und besonders ausführlich historische Dramen, die mehr oder weniger zentral diese Epochenschwelle im 15., 16. Jahrhundert thematisieren. Schillers Wilhelm Tell, seine Jungfrau von Orléans, die Räuber, Don Carlos, Maria Stuart, Wallenstein, 30er Krieg dann schon. Und neben Goethes Götz von Berlichingen auch noch dessen Egmont und Torquato Tasso. Im Zentrum der Behandlungen von Madame de Staël, also diese Werke vorstellt, die in Frankreich überhaupt noch keiner kennt, weil man nicht dachte, dass irgendwo anders als in Frankreich gute Literatur geschrieben werden könnte. Im Zentrum steht für Madame de Staël jeweils die Frage nach der Bedeutung und Wirkmächtigkeit des Individuums in sich modernisierenden gesellschaftlichen Formationen. Wie am Ende dieses Zitats hier, sieht Madame de Staël auch im nächsten Zitat den Prozess der Modernisierung mit einem Verlust individueller Unabhängigkeit und Handlungsmächtigkeit
einhergehen. Les individus ont disparu dans les masses, wie ich das beim Ritter eben schon gezeigt hatte. Et le genre humain semble dirigé comme la nature inanimée par des lois mécaniques. Die Individuen, der für sich selbst kämpfende Ritter, sind in der Masse verschwunden und das Menschengeschlecht scheint wie die unbelebte Natur von mechanischen Gesetzen beherrscht. Madame de Staël nimmt schon die Gedankenfigur Max Webers aus seinem Werk Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus vorweg. Die Gedankenfigur haben wir schon öfters kennengelernt. Und Max Webers, die protestantische Ethik und die Herausbildung des Geistes des Kapitalismus fokussiert ja eben genau auch auf die gleiche Epoche des 15., 16., 17. Jahrhunderts. Nimmt also Madame de Staël hier die Gedankenfigur Max Webers vorweg, der zufolge der Einzelne im modernen arbeitsteiligen Verwaltungsstaat mit seinen anonymen Verwaltungsverhältnissen und Machtverhältnissen in ein stahlhartes Gehäuse der Fremdbestimmungen und Anpassung gezwungen werde und dadurch seinen Status als selbstständiges Individuum zu verlieren drohe und zum ununterschiedenen Teil einer gesichtslosen Masse zu werden drohe. Madame de Staël weiß aber auch, dass sich die Struktur des vormodernen und des modernen Bewusstseins grundlegend voneinander unterscheiden. Das vormoderne Bewusstsein, dessen ideale Verkörperung der epische Held ist, vermag sich zwar viel unmittelbarer, scheinbar individueller durch Tathandlungen zu verwirklichen, aber es ist andererseits doch auch viel unmittelbarer der Repräsentant gemeinschaftlicher Werte. Dieses vormoderne Bewusstsein ist Repräsentant gemeinschaftlicher Werte, aus denen es seine Identität ableitet. Die Identität des vormodernen Menschen ist ihm vorgegeben in der Identität seiner Gemeinschaft, seiner Religion, der gemeinschaftlichen Werte. Der moderne Mensch sucht seine Identität in sich selbst und findet sie dort nicht mehr. Der Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Systeme im Laufe der Neuzeit entspricht die innere Ausdifferenzierung des Einzelbewusstseins, das sich in den gesellschaftlichen Systemen nicht mehr heimisch fühlt, denen es allerdings seine Bewusstseinsform allererst verdankt. Madame de Staël bemerkt im nächsten Zitat in Bezug auf Goethes Werther: Goethe aurait grand tort de dédaigner l'admirable talent qui se manifeste dans Werther, weil Goethe ja später seinen Werther praktisch verleugnet hat. Er hat gesagt, er würde ihn nicht mehr schreiben. Ce ne sont pas seulement les souffrances de l'amour, mais les maladies de l'imagination dans notre siècle, dont il a su faire le tableau. Ces pensées qui se pressent dans l'esprit sans qu'on puisse les changer en actes de volonté. Le contraste singulier d'une vie beaucoup plus monotone que celle des anciens et d'une existence intérieure beaucoup plus agitée. Goethe wäre sehr im Unrecht, wenn er das wunderbare Talent gering schätzte, das sich im Werther offenbart. Es geht hier nicht nur um Liebesleid, sondern um die Krankheiten der modernen Seele eigentlich, der modernen Psyche, der modernen Einbildungskraft. Diese Gedanken, die sich im Geiste drängen, ohne dass man sie in Willensakte umsetzen könnte. Also der moderne, handlungsgehemmte Mensch, dessen Innerlichkeit sich immer weiter ausdifferenziert, der aber nicht mehr durch Tathandlung sich als Held einfach beweisen kann. Diese Gedanken, die sich im Geiste drängen, ohne dass man sie in Willensakte umsetzen könnte. Der besondere Gegensatz zwischen einem viel monotoneren Leben, als es die Alten geführt haben, und einer viel bewegteren Innerlichkeit. Das vormoderne Bewusstsein hat noch keine solch differenzierte Innerlichkeit ausgeprägt, genauso wie es wie die Gesellschaft keine ausdifferenzierte, sodass also die Spezialisierung der einzelnen Berufe, dass man Juristen braucht, um sein Recht zu bekommen. Im Mittelalter hole ich mir mein Recht selbst mit der Faust, wenn es darauf ankommt.
jetzt muss ich, weiß ich gar nicht mehr genau, was mein Recht ist. Ich muss ja Spezialisten fragen, was mein Recht ist. Der mittelalterliche Mensch weiß ganz genau, was sein Recht ist. Das ist alles viel zu komplex geworden inzwischen. An einer anderen Stelle geht Madame de Stael so weit, von der armen Disseminée, das ist mein nächste, das ist hier noch unten dran, von der armen Disseminée, der verstreuten, zerrissenen Seele des modernen Menschen zu sprechen. L'âme moderne, pour ainsi dire disséminée, offre à l'écrivain mille nuances nouvelles, die sozusagen verstreute moderne Seele bietet dem Schriftsteller tausend neue Nuancen. Dann wollen wir hier aber mal stehen bleiben für heute. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Vorlesung. Wir hatten letztes Mal begonnen, uns mit Madame de Stael und ihrem Werk De l'Allemagne zu beschäftigen. Ich fasse ganz kurz noch einmal zusammen. Madame de Stael, also 1766 in Paris, als Germaine Necker geboren. Ihr Vater, ihre Eltern stammten aus Gent. Ihr Vater war zeitweilig Finanzminister unter Louis XVI. Sie wuchs also in großbürgerlichen Kreisen auf, in Salons, frühzeitig, frühreif, hochintelligent. Wurde dann verheiratet im Alter von 20 Jahren mit dem schwedischen Botschafter in Paris, Erik Magnus Stahl von Holstein. Sie war ja Protestantin und da gab es nicht so viele gute Partien für sie. Madame de Stael wird frühzeitig Liebhaber haben. Das Ehepaar Stahl hat offiziell 5 Kinder, aber davon sind wahrscheinlich höchstens 2 von dem offiziellen Ehemann. Sie hat sogar dann aber nach seinem Tod noch ein 6. Kind. Sie ist Schriftstellerin, Romanciere, stark politisch engagiert, Anhängerin der konstitutionellen Monarchie, in Opposition zu Napoleon, zieht sie sich dann auf das Schloss Coupé in der Nähe von Genf zu, das sie von ihrem Vater geerbt hat. In diesem Coupé schart sie den Cercle de Coupé um sich von 1805 bis 1810 und noch darüber hinaus, die Crème de la Crème der politischen und intellektuellen Opposition gegen Napoleon. Viele sind heute nicht mehr so bekannt, gerade außerhalb Frankreichs. Bekannter sind jedoch schon noch Benjamin Constant und August Wilhelm Schlegel, den sie von ihrer Deutschlandreise mitgebracht hatte sozusagen. In den Jahren 1803, 1804 unternimmt sie eine Deutschlandreise, die sie nach Weimar, Jena, Berlin und andere Städte führt. Und da lernt sie die wichtigsten damaligen Dichter und Denker Deutschlands kennen, die in Frankreich noch völlig unbekannt waren. Wieland, Schiller, Goethe, Rahel Varnhagen von Ense, Ifland, Fichte, Schelling, Wilhelm von Humboldt und eben diesen August Wilhelm Schlegel, der ihr dann half bei der Abfassung von De l'Allemagne, das wichtigste Werk, ein in jeder Hinsicht erstaunliches Werk, an dem sie von 1807 bis 1810 arbeitete, das fast vernichtet worden wäre von der Zensur Napoleons. Er hat alles getan, um das Werk wirklich materiell zu vernichten. Das Manuskript wurde vernichtet und sonst was. Aber August Wilhelm Schlegel ist es gelungen, mit einem Satz Druckfahnen nach Wien zu fliehen. Und so wurde das Werk dann 1813 zum ersten Mal in London publiziert, aber auf Französisch. Germaine de Stael wird nur 51 Jahre alt. Sie stirbt 1817 an den Folgen eines Schlaganfalls. Sie hat ein derartig fulminantes Leben geführt. Intellektuell, kreativ, 6 Kinder, dass man dann wohl nicht länger leben konnte. Wir hatten uns dann begonnen mit De l'Allemagne beschäftigen, ein monumentales, in jeder Hinsicht erstaunliches Werk, das in Frankreich und in ganz Europa die deutsche Kulturrevolution der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bekannt machen will. Und das gelingt ja auch, weil alles das, was in Deutschland seit Lessing und die deutsche Klassik, Schiller, Goethe und die Romantik und in der Philosophie natürlich auch, was alles das, was passierte, wurde außerhalb Deutschlands und vor allem in Frankreich überhaupt nicht rezipiert. Durch De l'Allemagne war die französisch sprechende Welt, und das war ja fast ganz Europa, mehr oder weniger gezwungen, sich dann damit
auseinanderzusetzen. Wir hatten das überschrieben, das Kapitel De l'Allemagne als Gründungsmanifest einer vergleichenden europäischen Literatur- und Kulturwissenschaft. Die Philologien und Geisteswissenschaften moderner Prägung sind ja Kinder der europäischen Romantik. August Wilhelm Schlegel, der also Freund und Berater Madame de Stael, hat nach ihrem Tod 1818 in der frisch gegründeten Bonner Universität den ersten Lehrstuhl für Indologie und indoeuropäische Sprachwissenschaft begründet, die wissenschaftliche Komparatistik. Das konnte er natürlich genau, weil er zusammen mit Madame de Stael und von ihr inspiriert dieses Buch mitgestaltet hat, De l'Allemagne. Später, 1830, bekam Friedrich Dietz zum Beispiel den Lehrstuhl für Romanistik, den ersten. Da hieß noch nicht Romanistik, sondern hieß für mittelalterliche und moderne Sprachen und Literaturen. Friedrich Dietz war der Erste, der in den 30er Jahren, in den 1830er Jahren, die Genealogie sozusagen der romanischen Sprachen, erforscht hat, sie abgeleitet hat aus dem Vulgärlateinischen. Das war vorher alles gar nicht so bekannt, wie diese Geschichte der Ausbildung der romanischen Sprachen funktionierte, was heutzutage jeder Romanist irgendwie im Bachelor lernt. Hoffe ich jedenfalls, dass das noch so ist. Sie spricht davon, dass man heutzutage europäisch denken muss, das natürlich an die Franzosen gerichtet und nicht mehr nur auf Frankreich fixiert sein soll. Und Esprit européen, wie sie das nennt, ist für Madame de Stael ein sehr komplex geschichteter, dreifach historisch aufgeladener Begriff, deren erster das katholische Mittelalter ist, der in ihrem Augen ein Patriotisme européen begründet hat, dann aber aufgehoben wird sozusagen dieses katholische Mittelalter im Sinne Hegels, den sie zwar noch nicht kannte, aber sie argumentiert in seinem Sinne schon, aufgehoben wird die katholische Ritterlichkeit und das katholische Mittelalter vom Protestantismus, der den Esprit d'Examen eingeführt hatte, den Geist der Überprüfung, wo also die Menschen dann selbst begannen, die Bibel zu lesen, jedenfalls die lesen konnten, das waren noch nicht viele, aber das protestantische Prinzip kritischer Bibellektüre und selbstständiger Gewissenserforschung hob die mittelalterliche Einheit des Glaubens auf. Und der dritte Schritt der Aufhebung, das war dann die Aufklärung, die natürlich auch die teilweise den Glauben, ob katholisch oder evangelisch, protestantisch überhaupt, in Frage stellt, wobei sie gewissen Tendenzen der Aufklärung durchaus kritisch gegenübersteht. Das werden wir dann noch genauer sehen. Wir hatten dann uns beschäftigt mit dem, was man Strukturwandel der Öffentlichkeit und der Individualität seit dem Mittelalter nennen könnte. In Anlehnung an das Vorwort Schillers zu seiner Tragödie Die Braut von Messina und aber auch an andere Schriften entwickelt Madame de Stael schon das, was man den Prozess der Rationalisierung, Mediatisierung, Abstrahierung, Individualisierung, Verrechtlichung seit dem Mittelalter nennen könnte. Dass ich also nicht mehr einfach mit der Faust mir mein Recht schaffe, sondern dass ich vor ein Gericht gehen muss und mir mein Recht suchen muss. Der mittelalterliche Mensch, so wie man ihn idealerweise konstruiert, aber teilweise war das im frühen Mittelalter war das tatsächlich noch so, dass ich bin der Träger meines Rechtes und wenn ich den Eindruck habe, dass mir da Unrecht geschieht, dann hole ich mir mein Recht. Und jetzt, wir müssen das Recht mühevoll suchen. Wir wissen überhaupt oft gar nicht genau, was Recht ist. So kompliziert ist alles geworden. Verträge schließt man nicht mehr mündlich und per Handschlag, sondern vor Notaren und so weiter. Das Leben wird immer ausdifferenzierter, vermittelter, nicht mehr so unmittelbar wie die Lebensvollzüge im Mittelalter, im frühen Mittelalter. Der Verwaltungsstaat bildet sich heraus, demgegenüber das einzelne Individuum irgendwie häufig sich hilflos empfindet. Madame de Stael will keineswegs dieses Idealisieren, das Frühere, das Unmittelbarere. Aber sie stellt eben fest, dass zum Beispiel auch mit der Erfindung der Schusswaffen und der Artillerie
sich auch die Kriegskunst verwandelt. Es ist keine Kunst mehr, wo der Einzelne im Mittelpunkt steht, wie er fechten kann, mit der Lanze kämpfen kann, sondern schießen kann jeder. Da muss man nicht große Fähigkeiten dazu entwickeln. Sie behandelt an deutschen Dramen, besonders gerne Dramen, die an dieser Epochenschwelle des 15., 16., 17. Jahrhunderts angesiedelt waren. Goethes Götz von Berlichingen, Wilhelm Tell, Jungfrau von Orleans, die Räuber, Don Carlos, Maria Stuart, Wallenstein, all diese schillersche Dramen, die diese Verhältnisse des Umbruchs der gesellschaftlichen Verhältnisse und natürlich der Innerlichkeit des Einzelnen, die damit zusammenhängt, thematisieren. Sie schreibt dann auch, die Individuen sind daher in der Masse verschwunden im Modernen, was heißt aber nicht, dass das vormoderne Bewusstsein ein individuelleres war. Das vormoderne Bewusstsein, dessen idealer Repräsentant der epische Held ist, repräsentierte auch die Werte, die gemeinsamen. Es war also, seine Identität war noch in der Identität der Gemeinschaft, des Glaubens aufgehoben. Es war nicht wie das moderne Individuum in seiner Identität auf sich selbst zurückgeworfen. Das moderne Subjekt ist mit niemandem identisch, mit seiner Gemeinschaft nicht, mit seiner Religion nichts. Es ist nicht einmal mit sich selbst identisch, wenn man genau hinschaut. Da waren wir dann stehen geblieben letztes Mal. Jetzt können wir die erste Folie für heute einblenden. Madame de Stael hatte eben darauf hingewiesen, dass das moderne Subjekt zwar weniger tatkräftig selbst sein Schicksal in die Hand nehmen kann von vielen. Es darf ja nicht mehr, selbst das Duell ist verboten, dass man sich, wenn man beleidigt wird, den anderen herausfordert und sich seine Ehre wiederholt. Aber dafür hat das moderne Ich eine wesentlich ausdifferenzierte Innerlichkeit, die, wie dann hier unten in dem zweiten Zitat steht, eine bewegtere Innerlichkeit wie im ersten Zitat am Ende in Bezug auf Goethes Werther. Und das führt fast dazu, dass die Seele des modernen Menschen zu einer zerrissenen, verstreuten Seele wird, die der inneren Einheit ermangelt. Also was an individueller, tatkräftiger und nach außen gerichteter Selbstverwirklichung verloren geht, im Laufe der Herausbildung des modernen Subjekts, wird an innerer Differenziertheit hinzugewonnen. Und während das vormoderne Individuum immer gleichsam im Auftrag einer höheren Macht, eines Gottes oder einer Wertordnung handelt, ist das moderne, handlungsgehemmte Individuum auf sich allein gestellt. Insofern ist dann freilich das moderne Individuum, das Madame de Stael auch Charakter nennt, im nächsten Zitat, in gewisser Hinsicht doch autonomer, individueller, charakteristischer eben als das Vormoderne. In der modernen Welt ist, wie Madame de Stael schreibt, chaque caractère est presque un monde nouveau pour qui s'est observé avec finesse. Et je ne connais dans la science du cœur humain aucune idée générale qui s'applique complètement aux exemples particuliers. Jeder Charakter, jedes einzelne Individuum also, ist fast eine neue Welt für denjenigen, der differenziert zu beobachten weiß. Und ich kenne in der Wissenschaft vom menschlichen Herzen keinen einzigen allgemeinen Begriff, der sich vollständig auf die einzelnen Beispiele anwenden ließe. In der Moderne also ist jedes Individuum eine Welt für sich unvergleichlich, einzigartig, nicht fassbar mit abstrakten Begriffen oder Theorien. Abstrakte Begriffe oder Theorien der Soziologie, der Psychologie, der Philosophie müssen ja das Individuum gerade verallgemeinern, auf Allgemeinbegriffe zurückführen. Sie müssen das Inkommensurable wegschneiden, das, was nicht messbar ist, was inkommensurable, ohne gemeinsames Maß. Ich kann also sagen, ich wiege 80 Kilogramm und andere wiegen 100 und andere 60. Das lässt sich ganz genau vergleichen.
oder ich bin 1,80 und ein anderer ist 1,70 und ein anderer ist 1,90. Aber das Subjekt als solches, wie es in sich selbst funktioniert, geschichtet ist, bodenlos ist teilweise in sich selbst, das ist inkommensurabel. Dafür gibt es keine messbaren Allgemeinbegriffe und Theorien. Und so meint Madame de Staël, in der Moderne sollte jede Philosophie Subjektphilosophie sein, die allerdings, wie wir ja wissen, im Paradox kreist, dass sie das Subjekt in seiner Inkommensurabilität doch nicht verstehbar machen kann am Schluss. Das nächste Zitat: Toutes les observations et tous les efforts des philosophes doivent se tourner vers ce moi, centre immobile de nos sentiments et de nos idées. Alle Aufmerksamkeit und alle Bemühungen der Philosophen müssen sich nunmehr auf das Ich richten, dieses Zentrum und diesen Beweggrund aller unserer Empfindungen und Vorstellungen. Eine der wichtigsten Ich-Philosophien ist ja von Fichte, den sie kennengelernt hat in Berlin und mit dem sie intensiv diskutiert hat und dessen Schriften sie gelesen hat. Wobei allerdings auch klar ist, dass Fichte und alle Subjektphilosophien das Ich nicht in seiner Unverwechselbarkeit erforschen kann. Denn die Unverwechselbarkeit, das Einzigartige, ist wissenschaftlich nicht zu begreifen. Das ist nur künstlerisch-literarisch zu begreifen. Wir kommen zum nächsten Unterkapitel, Dialektik der Aufklärung. In der Wirklichkeit ihrer Zeit und vor allem im international immer noch tonangebenden Frankreich konstatiert Madame de Staël die Vorherrschaft eines wissenschaftlichen Paradigmas, das subjekttheoretische Fragestellungen entweder ausblendet oder völlig unangemessen behandelt, reduktionistisch behandelt. Das heißt, solche Wissenschaften reduzieren das Subjekt auf das, was verallgemeinerbar ist. Aber ich möchte als ich gerade nicht anders sein als die anderen, nicht in einen gemeinsamen Oberbegriff, sondern ich bin individuell anders als die anderen. So funktioniert das moderne Subjekt. Das nächste Zitat: dann, on a voulu tout démontrer depuis que le goût des sciences exact, das gilt für heute immer noch genauso wie für damals, s'est emparé des esprits et le calcul des probabilités permettant de soumettre l'incertain même à des règles, l'on s'est flatté de résoudre mathématiquement toutes les difficultés que présentaient les questions les plus délicates et de faire régner ainsi l'algèbre sur l'univers. Seitdem die Vorliebe für die exakten Wissenschaften sich der Geister bemächtigt hat, das war in der Aufklärung der Fall, das ist heute ja genauso wieder der Fall, sucht man für alles Beweise und nachdem die Wahrscheinlichkeitsrechnung das Ungewisse selbst Regeln zu unterwerfen erlaubt, schmeichelt man sich alle Schwierigkeiten, die auch von noch so delikaten Fragen aufgeworfen werden, mathematisch lösen zu können und so die Algebra über die Welt herrschen zu lassen. Fast 150 Jahre vor Horkheimer und Adorno in ihrem Werk Dialektik der Aufklärung 1944 bzw. 47, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, fast 150 Jahre vor diesen beiden beschreibt Madame de Staël die Dialektik der Aufklärung, die Reduktion der Vernunft auf Logistik und die Verengung des Rationalen aufs Rationelle. Die zeitlos digitale Logik des Entweder-Oder, die alles einteilt in wahr, entweder wahr oder falsch, entweder gut oder böse, entweder schön oder hässlich. Diese zeitlose digitale Logik des Entweder-Oder überzieht das Seiende mit ihrer trügerischen Klarheit und stellt damit die Begriffsrelationen ein für alle Mal semantisch still. Denn die Begriffsrelationen von wahr, falsch, gut und böse sind in den Geisteswissenschaften und im Allgemeinen, im Leben, im konkreten Leben, nicht in Entweder-Oder einzusperren, sondern sehr labile, gut und schlecht, gut und böse sind sehr labile Begriffsoppositionen. Und das stellt Madame de Staël hier schon klar. Car le syllogisme, der Syllogismus, ich sage gleich noch was das ist, posant toujours pour base qu'une chose est ou n'est pas, also das entweder oder, entweder ist es das
oder ist es nicht, réduit dans chaque circonstance à une simple alternative la foule immense de nos impressions. Denn der Syllogismus, dessen Prinzip darin besteht, dass etwas ist oder nicht ist, reduziert jeweils die ungeheure Masse unserer Eindrücke auf eine einfache Alternative. Da heißt es dann, wer stiehlt, ist, also ein Syllogismus geht so. Der einfachste Syllogismus, den man immer in der formalen Logik angeboten bekommt, ist Obersatz, allgemein, alle Menschen sind sterblich. Konkreter Einzelfall oder Untersatz, Sokrates ist ein Mensch. Dann Conclusio, subsumieren des Untersatzes auf den Obersatzes, Sokrates ist ein Mensch. Oder ein anderer Syllogismus, wer stiehlt, ist ein Dieb und wird bestraft. Obersatz. Untersatz, konkreter Einzelfall aus der menschlichen Lebenspraxis, Paul ist ein Dieb, Paul hat gestohlen. Und dann jetzt Conclusio, subsumieren des Untersatzes unter den Obersatz, moralisch eindeutiges Urteil, Paul ist ein Dieb und wird bestraft. Das sind natürlich jetzt einfache Beispiele, aber die Rechtswissenschaft muss natürlich teilweise so reduktionistisch vorgehen. Aber in der Alltagspraxis ist nicht so ganz klar, was gut und böse ist immer, sondern man kommt zu keiner Conclusio mehr. Wie Flaubert später sagen wird, la bêtise consiste à vouloir conclure. Dummheit besteht darin, wenn man immer abschließende Urteile über irgendwelche moralischen Dinge fällen will. Denn ein Dichter, Romancier oder so weiter kann eben zum Beispiel, was Madame Bovary betrifft und wie man sie moralisch beurteilen soll, da gibt es keine endgültigen Urteile. Gerade die menschliche Subjektivität, auf deren Impression, wie es hier heißt, deren Innenleben Madame de Staël in diesem Zitat anspielt, wird durch exakt mit wissenschaftlicher Methodik völlig entstellt oder zum Verschwinden gebracht. Mit beißender Polemik geißelt Madame de Staël in den Kapiteln über La Philosophie Anglaise und La Philosophie Française, die sie der neuen deutschen Philosophie gegenüberstellt, die nicht so reduktionistisch sei wie diese beiden anderen, also aufklärerische Philosophie Englands und Frankreichs, in den Kapiteln darüber polemisiert sie gegen den englischen Empirismus, der alles nur aus der Erfahrung abzuleiten kann und außerhalb der Erfahrung nichts Wahres akzeptiert, oder den französischen Sensualismus, der alles nur aus Sinneswahrnehmungen ableitet, oder den Materialismus, es gibt nur Materie, alles Geistige ist nur aus der Materie abgeleitet, oder den Utilitarismus, alles ist dem materiellen Nutzen unterzuordnen. In Frankreich sind die radikalsten Vertreter dieses Sensualismus, Materialismus und Utilitarismus Lametrie und Dolbach, wir werden noch davon hören. Sie nennt sie nicht mal beim Namen, so verachtet sie sie, also Madame de Staël. Sie schreibt nur Un philosophe français oder Le malheureux auteur du système de la nature. Eben dabei, womit sie dann Lametrie bzw. Dolbach meint. Interessant aus 200 Jahren Abstand für uns heute ist, wie wenig die Naturwissenschaften und Life Sciences seither hinzugelernt haben. Nächstes Zitat. Un philosophe français, es ist jetzt also Lametrie, a dit, en se servant de l'expression la plus rebutante, widerwärtig, que la pensée n'était autre chose qu'un produit matériel du cerveau. Sie müssen nur denken an die heutige Hirnforschung, was die sich alles einbildet, was sie lösen könnte. La pensée n'était autre chose qu'un produit matériel du cerveau. Si notre âme n'est qu'une matière subtile, mise en mouvement par d'autres éléments plus ou moins grossiers, auprès desquels même elle a le désavantage d'être passive, l'âme, si nos impressions et nos souvenirs ne sont que les vibrations prolongées d'un instrument dont le hasard a joué, wenn das alles so ist, aber wir hören ja auch gerne noch die deutsche Übersetzung, il n'y a que des fibres dans notre cerveau, Fasern, il n'y a que des forces physiques dans le monde et tout peut s'expliquer d'après les lois qui les régissent, die forces physiques. L'homme ne serait alors qu'une mécanique de plus dans le grand mécanisme de l'univers.
ces facultés de l'homme ne seraient que des rouages, Räderwerk. Sa morale ne serait qu'un calcul et son culte serait le succès. Ein französischer Philosoph hat gesagt und sich dabei der widerwärtigsten Formulierung bedient, dass das Denken nichts anderes sei als ein materielles Produkt des Gehirns. Wenn unsere Seele nur subtile Materie ist, die von anderen, weniger subtilen Elementen in Bewegung gesetzt wird, gegenüber denen sie, unsere Seele, noch dazu den Nachteil hat, passiv zu sein. Also die lehnen natürlich auch so etwas wie freie Willensentscheidung ab, solche Philosophien und die moderne Hirnforschung natürlich auch. Wenn unsere Eindrücke und unsere Erinnerungen nur verlängerte Vibrationen eines Instrumentes sind, auf dem der Zufall gespielt hat, dann gibt es nur Fasern in unserem Gehirn, nur physikalische Kräfte in der Welt und alles lässt sich gemäß den Gesetzen erklären, die diese Kräfte lenken. Und der Mensch wäre dann nichts als ein Mechanismus, oh, da ist noch ein Druckfehler. Bei mir ist hier nur ein Druckfehler, da ist ja gar kein Druckfehler. Ein Mechanismus mehr im großen Weltmechanismus, seine Vermögen wären nur Räderwerk, seine Moral, Berechnung und sein Kult der Erfolg. Wie immer zitiert Madame ziemlich ungefähr, aber durchaus im Sinne von Lametrie. Sie aber ist inzwischen geschult an Kant, Fichte und Schelling, die vor ihrem Buch de l'Allemagne in Frankreich noch völlig unbekannt waren. Und so hebt sie den absurden Reduktionismus und Determinismus der damaligen Naturwissenschaften, der nach wie vor derselbe in den heutigen Naturwissenschaften ist, hervor. Die heutige Naturwissenschaften und Hirnforschung und Life Science, die immer noch vorgeben, ein universelles Erklärungsmonopol für den Menschen und seine Welt aufgestellt zu haben oder aufstellen zu können. In Wirklichkeit aber kommt zum Beispiel die Hirnforschung über einige Lokalisierungen, was in welchem Teil des Gehirns dann, wo die Emotionen erzeugt werden. Das erklärt aber nichts über die menschlichen Emotionen. Sie erklärt ganz gut gewisse Krankheiten des Gehirns. Dazu ist die Hirnforschung allein nützlich. Ansonsten versteht sie nichts von kulturellen Tatsachen und von menschlicher Willensfreiheit, von menschlicher Emotionalität, von menschlicher Motivation und sonst etwas. Madame de Staël stellt am Ende des vorigen Zitats auch die ethischen Konsequenzen dieses materialistischen Wissenschaftsparadigmas heraus. Mit ihm epistemologisch gekoppelt ist die Ethik des Utilitarismus mit seinem kategorischen Imperativ des wohlverstandenen Eigeninteresses oder des Kalküls. Ich habe das deswegen kategorischen Imperativ genannt, weil man natürlich damit den kantischen Imperativ, kategorischen Imperativ anspielt, der ungefähr so läuft, dass man die Maximen seines Handelns immer daraufhin prüfen soll, ob sie auch als allgemeines Gesetz gelten könnten. Das ist natürlich von ganz anderer ethischer Konsequenz als der Utilitarismus, der nur auf Eigeninteresse und Kalkül zielt. Wie in allen deterministischen Systemen wird dann letztlich paradoxerweise der Erfolg zum Ausweis ethischer Überlegenheit. Das ist genauso übrigens in Max Webers Geist des Kapitalismus, die protestantische Ethik und der Geist des Protestantismus. Dass am Schluss der Ausweis ethischer Überlegenheit in den fundamentalistischen Ausprägungen des Protestantismus einfach der Erfolg im Leben ist. Womit der Utilitarismus zuletzt zur Ideologie wird, wie Madame de Staël im nächsten Zitat sagt. Ce n'est pas sans motif, cependant, qu'on met tant d'importance à fonder la morale sur l'intérêt personnel. On a l'air de ne soutenir qu'une théorie, et c'est en résultat une combinaison très ingénieuse, idéologie also, pour établir le joug de tous les genres d'autorité. Quelle adresse d'avoir donné pour base à la morale la prudence? Quel accès ouvert à l'ascendant du pouvoir? Man legt nicht ohne ein Motiv so viel Wert darauf, die Moral auf das persönliche Interesse zu gründen. Man scheint nur eine Theorie zu vertreten und im Endeffekt handelt es sich um eine sehr raffinierte Machenschaft, um das Joch aller Arten von Autoritäten zu etablieren.
Welch geschicktes Vorgehen, die Vorsicht zum Prinzip der Moral gemacht zu haben. Welch großes Tor öffnet man damit dem Einfluss der Macht. Deterministische, utilitaristische Ethiken und naturwissenschaftliche Theorien und Methoden geben keine Möglichkeit, das, was sowieso ist in der Gesellschaft und in der Wirtschaft und so weiter, irgendwie zu kritisieren. Also zementieren sie eigentlich die Macht, die sowieso da ist. Darauf kann Madame de Staël im nächsten Zitat nur in ohnmächtiger Polemik hinweisen. Il n'en est point de siècle, das heißt die Gegenwart. Siècle heißt ja nicht nur Jahrhundert, sondern auch ein Zeitraum. Il n'est point de siècle où l'on soit plus enclin à dédaigner ce qui n'est que beau. Il n'en est point de siècle où l'on répète plus souvent cette question la plus vulgaire de toutes, à quoi bon? Und das passt ganz genau auf unsere heutige Zeit. Man kennt keine Zeit wie die unsere, in der man mehr geneigt war, alles gering zu schätzen, was nur schön ist. Man kennt keine Zeit wie die unsere, in der man häufiger diese vulgärste aller Fragen wiederholte, wozu soll das gut sein? Die totalitär gewordene instrumentale Ratio, und hier sehen Sie dann auch bei so etwas, wie komplex die Romantik doch auch schon, welche komplexe Theorien die schon hervorbringt, die mit der Romantik beginnt, die Moderne. Es gibt nicht nur die rückwärtsgewandte, sentimentale Romantik, die aussteigen will aus der Gegenwart, weil die Gegenwart unbefriedigend ist, das ist sie ja, aber die dann sich irgendwelche Aussteigmöglichkeiten in der Vergangenheit oder in Exotik oder sonst wo sucht, romantische Ausstiegsfantasien, sondern die Romantik ist auch sehr engagiert, an den Fehlentwicklungen der Moderne, gegen die anzuarbeiten. Die totalitär gewordene instrumentelle Ratio, also die instrumentelle Vernunft, die das Rationale aufs Rationelle reduziert, schlägt für Madame de Staël wie später für Horkheimer und Adorno in totale Unvernunft um, ohne dass dies für die in diese Art der Dialektik der Aufklärung verstrickten Subjekte allerdings einsehbar oder irgendwie relevant würden. Die Modernen, das Subjekt, der Einzelne, gleicht sich ja auch immer an die Verhältnisse, in denen er leben muss. Und man kann es nicht ständig in innerer Opposition aushalten, jedenfalls die meisten Leute nicht. Und deswegen werden die dann selbst so entkernt, wie die Wirtschaftsform und die Naturwissenschaften das am liebsten hätten. Die Vernunft schrumpft zum berechnenden Verstand. Andere Gemütsvermögen, wie die Einbildungskraft und die Empfindsamkeit, werden wegrationalisiert. Die Einbildungskraft als Instanz, die über das gegenwärtige materielle Interesse hinaus neue Möglichkeitshorizonte erschließt und auch die individuelle und kulturelle Erinnerung wachhält, wirkt als Störfaktor im Status quo des totalitär gewordenen Verwertungsprozesses der Wirtschaft. Und die Empfindsamkeit, das Einfühlungsvermögen, das andere Menschen als Selbstzweck anerkennt und nicht nur als mein Zweck, den ich irgendwie kalkuliert durchsetzen will, solches weicht dem Egoismus, der nur sich selbst als Zweck kennt und alle anderen nur als Mittel zum Zweck. Nächstes Zitat. Le droit chemin de la raison égoïste doit être de se prendre soi-même pour but de tous ses efforts et de n'estimer dans ce monde que la santé, l'argent et le pouvoir. Also wie eine Beschreibung des heutigen Mainstream-Bewusstseins. Der egoistische Verstand muss sich geradewegs selbst zum Ziel aller seiner Bemühungen setzen und in dieser Welt nichts würdigen als Gesundheit, Geld und Macht. Anders als Horkheimer und Adorno hält aber Madame de Staël die hier skizzierte Dialektik der Aufklärung noch nicht für ausweglos. 1944-47, am Ende des Ersten Weltkriegs und des Nazi-Regimes, haben Horkheimer und Adorno die Hoffnung auf eine Aufklärung der Aufklärung sozusagen verloren.
für Sie ist der Prozess, den wir hier bei Madame de Staël schon gesehen haben, dass die Aufklärung und das moderne Wirtschaftswesen totalitär wird und nicht mehr zu bremsen sein wird, bis es sich selbst zerlegt und die Menschheit zerstört hat. Da ist Madame de Staël noch nicht so pessimistisch, aber sie ist natürlich auch 150 Jahre früher. Sie fordert eben im nächsten Zitat eine Aufklärung der Aufklärung, die primitive, einfach nur zweckrational instrumentalisierende Aufklärung, die alles reduziert auf das mathematisch-naturwissenschaftliche Denken, muss sich über sich selbst aufklären, so wie das später oder zur gleichen Zeit Hegel in der Phänomenologie des Geistes fordert. Les inconvénients des Lumières ne sont évités que par un plus haut degré des Lumières. Die negativen Seiten der Aufklärung kann man nur durch einen höheren Grad an Aufklärung aufheben. Bei aller Wertschätzung der deutschen Romantik folgt Madame de Staël nicht deren irrationalen Tendenzen. Sie bespricht zwar durchaus positiv Novalis' Hymnen an die Nacht, um sich dann aber im nächsten Zitat dann doch für den Primat der Sonne der Aufklärung, aber eine über sich selbst aufgeklärte Aufklärung, auszusprechen. Quand les ténèbres nous épouvantent, c'est la sympathie de la nuit avec tous les genres de privations et de douleurs dont nous sommes pénétrés. Le soleil, au contraire, est comme une émanation de la divinité. Ses rayons descendent sur la terre, non seulement pour guider les travaux de l'homme, mais pour exprimer de l'amour à la nature. Wenn die Dunkelheit uns ängstigt, so liegt das an der Sympathie, an der Nähe der Nacht zu allen Arten von Entbehrungen und Schmerzen, denen wir ausgesetzt sind. Die Sonne dagegen ist wie ein Ausfluss der Göttlichkeit. Ihre Strahlen kommen zur Erde herab, nicht nur, um die Arbeiten des Menschen zu leiten, sondern um die Liebe zur Natur auszudrücken. Sie will also keinen Ausstieg aus der aufklärerischen Rationalität wie Novalis in den Hymnen an die Nacht, sondern über ihre Defizite aufgeklärte Aufklärung. So, dann machen wir hier eine kleine Pause. Ich danke also wieder Frau Martina Nappi, die mich bei den PowerPoint-Dingen unterstützt. Wir kommen also zum zweiten großen Kapitel, Konstruktion eines Begriffs von europäischer Kultur in de l'Allemagne. Eigentlich in meinem Aufsatz käme jetzt als erstes eine Auseinandersetzung mit Kants kritischer Philosophie durch Madame de Staël in de l'Allemagne. Das ist ein bisschen komplex. Das habe ich hier ausgelassen. Da hätte ich auch, da wird vieles vorausgesetzt. Das würde dann in ein philosophisches Seminar überleiten. Deswegen kommen wir nun zum nächsten Unterkapitel. Europäisches Kulturideal und Autonomieästhetik. Madame de Staël leitet ihr Kulturideal aus einer eigenwilligen, idealistischen Lektüre der europäischen Kulturgeschichte ab, wohl wissend, dass dies ein subjektives Konstrukt und zugleich eine Provokation ist. Der Gegenbegriff, gegen den sie ihr Kulturideal in Stellung bringt, das haben wir ja schon gehört, ist der Berechnung. Und nachdem sie vorher wie wir ja gesehen haben vor der Pause, die Tendenz der aufklärerischen des aufklärerischen Wissenschaftsparadigma und Denkens überhaupt, Tendenz zum reinen Kalkül, zur Instrumentalisierung der Welt und des Menschen, zur Reduktion des Menschen auch am Schluss als bloßem Instrument irgendwelcher anonymer Wirtschaftsmächte und der Wegdefinition des unverwechselbaren Subjekts aus den Wissenschaften hinaus. Nachdem sie das vorher also dargestellt hat, entwickelt sie nun ihr Kulturideal. Le calcul, polemisiert sie noch einmal, est l'ouvrier du génie, le serviteur de l'art, mais s'il devient le maître, il n'y a plus rien de grand ni de noble dans l'homme.
Die Berechnung ist der Helfer des Genies, der Diener der Seele. Man braucht schon Berechnung, man will ja nicht aussteigen aus der Mathematik, wie heutzutage manche lustigen, ganz progressiven Menschen. Man will ja nun nicht verzichten als, auf Mathematik und Naturwissenschaften als Helfer, als Diener, aber nicht als Herrin. Wird sie zur Herrin, dann bleibt nichts Großes und Edles mehr im Menschen. Gegenbegriff der Berechnung, Gegenbegriff gegen die Berechnung, also das Große und Edle, wie sie hier schrieb, wäre eine nicht berechnende, eine selbstlose Haltung, deren Wurzeln sie, wie wir zu Beginn der Vorlesung über Madame de Stael sahen, im idealisierten mittelalterlichen Esprit chevaleresque lokalisiert, so wie er sich in der Rolands- und Artus-Epik und in der Troubadour-Lyrik widerspiegelt. Aber wir haben ja damals schon gesehen, dass dieser Esprit chevaleresque zweifach aufgehoben ist im Hegelschen Sinne, einmal durch die Reformation und dann durch die Aufklärung, die allerdings selbst wieder aufgehoben werden muss, um sich ihrer reduktionistischen Tendenzen von diesen zu befreien. Und so sagt sie zwar, der Esprit chevaleresque, den wir jetzt gleich im nächsten Zitat dann nochmal definiert sehen oder in Begriffen ausgedrückt sehen, sie ist sich aber von vornherein dessen bewusst, dass es keine Rückkehr zum Mittelalter geben kann. Aber sie bezieht sich auf diese Werte im nächsten Zitat. Die obersten Werte des Geistes der Ritterlichkeit, auf die sie sich immer wieder in ganz in De l'Allemagne verstreut bezieht, sind folgende. Dévouement, Loyauté, Honneur, Fierté, Courage, Bravoure, Religion, Amour, Pitié, Magnanimité, Generosité. Man ist vor lauter Idealismus ja wirklich beeindruckt von diesem Idealismus. Aber das gehört eben auch dazu. Sie ist ja, wie wir gesehen haben, sehr realistisch auch und beschreibt die Tendenzen ihrer Zeit, die diesen Begriffen, die sie hier aufhört, gerade zu widerstreben. Franchise, Simplicité, Naïveté und dann ein ganzer Satz. Tout ce qui ne sert pas immédiatement à faire prospérer les affaires de ce monde. Das sind alles ihre Leitbegriffe. Ce dont le but le plus cher est au-delà du tombeau. Tombeau. Exaltation, Enthusiasme. Also Hingabe, Loyalität, Ehre, Stolz, Mut, Bravour, Religion, von der sie nicht viel hat, aber irgendwie eine Art von religiösem Gefühl. Liebe, Mitgefühl, Hochherzigkeit, Großzügigkeit, Offenheit, Einfachheit, Naivität, alles, was nicht unmittelbar dazu dient, die Geschäfte dieser Welt zu befördern. Etwas, dessen wertvollstes Ziel jenseits des Grabes liegt. Begeisterung, Enthusiasmus. Den ersten dieser Begriffe, le dévouement, die Hingabe, nennt Madame de Stael la première des vertus, die erste aller Tugenden. Der letzte der Begriffe, der Enthusiasmus, kann als eine Art von Oberbegriff aller anderen betrachtet werden. Enthusiasmus heißt ja eigentlich im Griechischen entheos, vom Göttlichen erfüllt. Begeisterung. Unbedingtes Engagement für eine nicht materialistische Sache. Gemeinsam ist diesen Werten hier die Frontstellung gegen Egozentrik, Berechnung und Materialismus, die Madame de Stael als Krankheit ihrer Zeit ansieht. Und da können wir heute noch gut mithalten. Den Enthusiasmus bezeichnet Madame de Stael auch als superflu d'âme, als Überschuss an Seele, der materielle Interessen überschießt. Sie ist sich aber sehr bewusst, dass ihr Kulturideal im Schillerschen Sinne eine sentimentalische Projektion ist, selbst wenn sie hier die Naivität dazu zählt, aber so eine Art von Naivität, die nicht eben alles immer gleich berechnet hinterher. Im Schillerschen Sinne der Schillers Schrift über naive und sentimentalische Dichtung, von der wir schon öfters gehört haben, sie ist sich durchaus bewusst, dass ihr Kulturideal im Schillerschen Sinne eine sentimentalische Projektion ist. Das heißt, dass es anachronistisch wäre, eine reale Wiederbelebung dieser Ideale zu erwarten, die ja selbst im Mittelalter nur teilfiktiv waren. Nächstes Zitat. Sans doute, il est à désirer que la littérature moderne soit fondée sur notre histoire et sur notre croyance. Néanmoins, il ne s'ensuit pas
que les productions littéraires du Moyen Âge puissent être considérées comme vraiment bonnes, leur énergique simplicité, das ist das, was Schiller Naivität nennt, le caractère pur et loyal qui s'y manifeste excite un vif intérêt, mais la connaissance de l'antique et les progrès de la civilisation nous ont valu des avantages qu'on ne doit pas dédaigner. Il ne s'agit pas de faire reculer l'art, mais de réunir autant qu'on le peut les qualités diverses développées dans l'esprit humain à différentes époques. Es ist sehr wohl zu wünschen, dass die moderne Literatur in unserer Geschichte, in unserem Glauben gründe. Allerdings folgt daraus nicht, dass die literarischen Produkte des Mittelalters als wirklich gut angesehen werden können für uns. Ihre kraftvolle Einfalt, diese literarischen Produkte des Mittelalters, der reine und loyale Charakter, der sich in ihnen offenbart, erregen ein lebhaftes Interesse. Aber die Kenntnis der Antike und die Fortschritte der Zivilisation, also Kenntnis der Antike, Renaissance, und die Fortschritte der Zivilisation seit der Aufklärung haben uns Vorteile verschafft, die nicht zu verachten sind. Es geht nicht darum, die Kunst rückwärts schreiten zu lassen, sondern, so viel es geht, die verschiedenen Qualitäten zu vereinigen, die in verschiedenen Epochen im menschlichen Geist entwickelt worden sind. Das lebhafte Interesse, das die Epen und die Lyrik des Mittelalters bei uns Modernen erregen, ist ein sentimentalisches Interesse. Ein Interesse, das sich bewusst ist, dass sich in mittelalterlicher Literatur ein ganz anderer Aggregatzustand von Subjektivität äußert als unserer. Ein Aggregatzustand von Subjektivität eben, den Schiller naiv nannte. Die edle Einfalt des epischen Helden, seine Hingabe und Loyalität an die von ihm verfolgte Sache, die meistens dann in den Romanen jedenfalls immateriell ist. Das zeugt von einer subjektiven Verfasstheit, die in ihrer Umgebung, in der ihr vorausgehenden Wertwelt und sozialen Hierarchie noch mehr oder weniger fraglos aufgehoben ist. Oben, früher war in diesen Ausführungen zu Madame de Stael, war schon einmal die Rede vom europäischen Patriotismus der Kreuzritter, der alle Seelen mit den gleichen Empfindungen erfüllte, was natürlich zum Teil auch eine propagandistische und literarische Überhöhung aus mittelalterlichem Schrifttum ist. Aber der mittelalterliche Ritter sah seine Welt und seine Rolle in dieser Welt nun doch eben anders als das moderne, sentimentalische Subjekt, das sich im Durchgang durch Renaissance, Reformation und Aufklärung der Welt, in der es lebt, entfremdet hat. Das ist der mittelalterliche Ritter nicht. Das moderne Subjekt ist sich selbst zum unlösbaren Problem geworden. Das ist der mittelalterliche Ritter nicht. Das moderne Subjekt kreist immer nur um sich selbst. Auch das tut der mittelalterliche Ritter nicht. Der kämpft für eine Sache, die ihm als gut erscheint. Und gerade deswegen hält Madame de Stael die Werte, die uns jene vergangene Literatur überliefert, für unverzichtbar als Erinnerung und Gegengewicht gegen die Tendenzen der Gegenwart. In diesem Paradox lebt das moderne Subjekt. Das moderne Subjekt, wir alle also, stehen immer zugleich innerhalb wie auch außerhalb unserer eigenen Kulturgeschichte. Wir kommen aus dem Mittelalter her und aus der Renaissance und aus der Reformation und aus der Aufklärung und aus der Romantik. Wir bestehen aus allen diesen Traditionen. Diese Traditionen prägen uns aber nicht mehr. Es wäre aber schade, wenn nicht nur schade, sondern verheerend für das moderne Subjekt, weil es dann völlig entwurzelt würde, wenn es diese Traditionen aufgäbe und vergäße. Spielerisch unverbindlich einüben kann das moderne Subjekt die Herabtemperierung seiner Egozentrik in der Rezeption von Kunst, Literatur und Wissenschaft. Das wichtigste Qualitätskriterium von Kunst, Literatur und auch Wissenschaft ist die Zweckfreiheit. Eben das Nicht-Utilitaristische. Madame de Stael erläutert ausführlich Kants Theorie des ästhetischen Geschmacksurteils aus der Kritik der Urteilskraft, wo von dem interesselosen Wohlgefallen die Rede ist. Und sie kennt, wie das letzte Zitat zeigt, an anderen Stellen, Friedrich Schillers Begriff des Interessanten. Friedrich Schillers Begriff des Interessanten sucht zu fassen, was das tiefere existenzielle Interesse des modernen Subjekts an Kunst, Literatur
Musikwissenschaft sein könnte. Am komprimiertesten drückt Madame de Stael ihr Ideal des modernen Künstlers, Wissenschaftlers und Intellektuellen im Kapitel über Friedrich Schiller aus, der für sie mehr als Goethe die Inkarnation des deutschen Idealismus war. Zitat: Schiller aimait la poésie, l'art dramatique, l'histoire, la littérature pour elle-même. Jamais aucune considération tirée ni du succès, ni de la mode, ni des préjugés, ni de tout ce qui vient des autres enfin, n'aurait pu lui faire altérer ses écrits. Car ses écrits étaient lui. Ils exprimaient son âme. Sans doute Schiller ne pouvait pas être exempt d'amour propre, il en faut pour aimer la gloire, mais rien ne diffère autant dans ses conséquences que la vanité et l'amour de la gloire. L'une, la vanité, est inquiète d'elle-même et ruse avec l'opinion. L'autre, l'amour de la gloire, ne compte que sur la nature et suffit pour tout soumettre. Enfin, au-dessus même de l'amour de la gloire, il y a encore un sentiment plus pur, l'amour de la vérité qui fait des hommes de lettres comme les prêtres guerriers d'une noble cause. Schiller liebte die Poesie, die dramatische Kunst, die Geschichte, die Literatur um ihrer selbst willen. Nie hätte irgendeine Rücksicht auf Erfolg, Mode oder Vorurteile, kurz auf alles, was von anderen kommt, ihn dazu bringen können, seine Schriften zu ändern, denn seine Schriften waren er selbst, sie drückten seine Schriften, drückten seine Seele aus. Natürlich konnte auch Schiller nicht frei von Selbstliebe sein, man bedarf ihrer, um den Ruhm zu lieben. Aber nichts ist in seinen Folgen so unterschieden wie Eitelkeit und Liebe zum Ruhm. Die eine, Eitelkeit, ist ihrer selbst nicht gewiss und kokettiert mit der öffentlichen Meinung. Die andere, Liebe zum Ruhm, zählt nur auf die Natur und vertraut ihr, um alles zu unterwerfen. Zuletzt gibt es aber noch ein reineres Gefühl, das selbst die Liebe zum Ruhm überstrahlt, die Liebe zur Wahrheit, die aus den Literaten gleichsam Priester macht, die für eine edle Sache streiten. Kompromisslos wie ein mittelalterlicher Ritter verwirklicht der moderne Künstler oder Wissenschaftler seine Mission um ihrer selbst willen. Statt Tathandlungen, wie der mittelalterliche Ritter, schafft der moderne Künstler oder Wissenschaftler geistige Werke und er ist auch nicht mehr in den herrschenden Normhorizont eingebunden. Der herrschende Normhorizont, der ja sowieso zur Banalität der öffentlichen Meinung und der Mode herabgesunken ist. Der moderne Künstler oder Wissenschaftler ist die ideale Inkarnation des modernen Bewusstseins, das in seinen Werken selbstbewusst seine unverwechselbare Individualität zum Ausdruck bringt, die nirgendwo anders zum Ausdruck gebracht werden, so gut zum Ausdruck gebracht werden kann wie in den Künsten und der Literatur. Und am Schluss heißt es dann, dass für sie die Künstler eine Art säkularisierte Priester der Moderne sind und uns damit indirekt in Bezug zu einer besseren, idealeren Wirklichkeit setzen, wohl wissend, dass diese nicht realisierbar ist. Die schöpferische Distanz zur Gegenwart ist es, wodurch sich das Genie auszeichnet. La société développe l'esprit, mais c'est la contemplation seule qui forme le génie. Die Gesellschaft entwickelt den Verstand oder den Esprit im französischen Sinne, aber nur die Kontemplation formt das Genie. Oder das nächste Zitat gleich anschließend: L'esprit est d'une moins illustre origine, il sera contesté, mais le génie est créateur, der Verstand ist weniger edlen Ursprungs, er dient dazu zu bestreiten, das Genie dagegen ist schöpferisch. In der Gesellschaft gemeint ist die französische Konversationskultur, der Esprit, in der Madame de Stael selbst so brillierte, herrscht der analytisch zersetzende Verstand, der Geist der Mockerie und der Persiflage, der jeglichen Enthusiasmus zunichte macht. Am Ende ihres Kapitels über Schiller schildert Madame de Stael eine Diskussion in französischer Sprache über Dramenpoetik mit Schiller im Jahre 1804 vor der Hofgesellschaft in Weimar, wo sie also mit Schiller diskutiert hat. Und sie beschreibt, wie sie zunächst mit Vivacité und Plaisanterie und mit Zustimmung der anderen Anwesenden Schiller, der seine Argumente in stockendem Französisch vortrug, da hatte sie natürlich auch schon einen Vorteil, und Schiller, der seine Kritik am Theater der französischen Klassik vortrug.
Und sie beschreibt also, wie sie das zunächst mit Vivacité und Plaisanterie zu neutralisieren suchte, beschreibt dann aber, wie sie von Schillers bescheidener Ernsthaftigkeit und Unbekümmertheit in Bann gezogen wurde und schließlich seinen Argumenten zumindest Plausibilität zugestehen musste. Sie folgert daraus im letzten Zitat, dass ich das Genie von der Gesellschaft fernhalten muss, um seine Einbildungskraft spielen zu lassen, die mit Blick auf den Möglichkeitshorizont des Menschlichen schöpferisch tätig wird. Daher ist das Genie auch kosmopolitisch, ohne dabei freilich seine Herkunft zu verleugnen. Nächstes Zitat. Les hommes de génie de tous les pays sont faits pour se comprendre et pour s'estimer. Geniale Menschen aller Länder verstehen und schätzen sich. Dann kommen wir zum nächsten Unterkapitel, zur Dialektik von Idealismus und Realismus. Ist Schiller für Madame de Stael Inkarnation des deutschen Idealismus? So ist Goethe für sie noch mehr als Schiller das Originalgenie par excellence, weil bei Goethe nicht nur der Universalismus des Genies mehr als bei Schiller zum Tragen kommt, sondern auch die Tatsache, dass das Genie in seiner Distanz zur Normalität immer auch etwas Verstörendes, Inkommensurables hat. Und weil die Möglichkeitshorizonte, die das Genie eröffnet, durchaus nicht nur auf idealere Welten hin orientiert sein müssen. In Bezug auf Goethes Faust, dessen ersten Teil sie natürlich nur kennen konnte und dem sie allein ein 25-seitiges Kapitel widmet, schreibt Madame de Stael: Quand un génie tel que celui de Goethe ou Goethe s'affranchit de toutes les entraves, la foule de ses pensées est si grande que de toutes parts elle dépasse et renverse les bornes de l'art. Wenn ein Genie wie Goethe alle Fesseln abwirft, ist die Fülle seiner Gedanken so groß, dass sie die Grenzsteine der Kunst allenthalben überschreiten und umstürzen. Faust I macht Madame de Stael ratlos. So offen sie sonst gegenüber der antiklassizistischen aktuellen deutschen Literatur eingestellt ist. Die deutsche Klassik von Schiller und Goethe ist im europäischen Zusammenhang gesehen nur eine andere Ausformung einer Romantik. Goethes Faust widerspricht für Madame de Stael dem Bon Goût, Sie müssen nur an die klassische an die Walpurgis nachdenken, widerspricht der klassizistischen Mesure. Faust mischt alle Gattungen, Komisches, Dramatisches, das Ende bleibt offen. Es kommt ja auch noch Faust 2, aber das weiß sie vielleicht gar nicht. Goethes Faust erscheint Madame de Stael in keiner Hinsicht brauchbar als Modell für die moderne Literatur und dennoch erkennt sie seine Genialität an. Goethes Faust ist für Madame de Stael die Perversion ihres Kulturideals der Uneigennützigkeit, der Zweckfreiheit und des interesselosen Wohlgefallens, die Widerlegung ihrer Hoffnung, dass eine Kunst um der Kunst willen besser als eine moralisch in Dienst genommene Kunst die Ideale der Menschheit befördern würde. Sie sieht in Goethes Faust die Darstellung des Perversen um des Perversen willen. L'homme fait quelquefois du mal d'une manière pour ainsi dire désintéressée, sans but et même contre son but, et seulement pour satisfaire une certaine âpreté intérieure qui donne le besoin de nuire. Der Mensch tut das Böse manchmal auf eine sozusagen uneigennützige Weise, ohne Zweck, ja sogar gegen seinen Zweck, bloß um eine gewisse innere Bitterkeit zu befriedigen, die in ihm das Bedürfnis zu schaden erregt. Die Wendung pour ainsi dire, sozusagen vor dem Wort désintéressé, uneigennützig, zeugt davon, dass es Madame de Stael widerstrebt, ihren kulturellen Höchstwert im dialektischen Umschlag auch auf das Böse um des Bösen willen darstellen zu müssen, anwenden zu müssen. Aber es zeugt auch von der Offenheit ihres in jeder Hinsicht antidogmatischen Denkens. Le sentiment le plus pur, l'amour de la vérité, von dem in Bezug auf Schiller die Rede war, kann eben auch unidealen menschlichen Werten künstlerischen Ausdruck geben. In ihrer Interpretation wird Goethes Faust zum Cauchemar de l'esprit, zum Albtraum
des Verstandes zur allegorischen Darstellung der Perversion der Vernunft nicht gänzlich unvergleichbar mit dem Werk des Marquis de Sade, auf den Horkheimer und Adorno in ihrer Dialektik der Aufklärung Bezug genommen haben. Sie müssen ja nur mal denken an das Ende des Faust, in dem Faust, um mit Gretchen eine Nacht verbringen zu können, ihr ein Schlafmittel gibt, das sie der Mutter ins Getränk schüttet, das aber Gift ist, woran die Mutter stirbt. Danach schwängert Faust sie, das Gretchen. Gretchen nach der Geburt ertränkt ihr Kind, wird zum Tode verurteilt. Und damit endet das Stück. Und Faust, vorher hat Faust noch ihren Bruder im Duell erstochen, der ihn eben zur Rede stellen wollte, was er alles macht mit seiner Schwester. Und da hat dem Faust, Mephisto hat dem Faust geholfen, unsichtbar dieses Duell zu gewinnen. Und das endet dann damit, dass Faust mit Hilfe von Mephisto ins Gefängnis kommt, wo Gretchen auf ihre Hinrichtung wartet. Und Faust hat die Möglichkeiten, mit Mephisto sie zu befreien und mit ihr zu fliehen. Und sie sagt aber nein, ich will jetzt hier bleiben. Und dann sagt er, wenn du hier bleibst, dann bist du gerichtet und dann kommen immerhin noch Engelschöre oder so etwas, die sagen, nein, sie ist gerettet, weil sie bereut hat. Und also das ist für einen klassizistischen Geist in Frankreich ein Cauchemar de l'esprit, ein Albtraum des Verstandes, dieses Ende von Faust I. Madame de Stael sieht, dass auch eine bestimmte Art von realistischer Literatur in der Konsequenz der von ihr propagierten Autonomieästhetik liegt. Das bezieht sich jetzt natürlich nicht auf Faust, der in keiner Weise, ja, ganz unrealistisch ist er auch nicht, aber jedenfalls eine andere Art von realistischer Literatur. Goethe hat ja nicht nur mit dem Faust das Drama des unmoralischen Genies sozusagen oder ja Forschers geschrieben, sondern auch in seinen Wahlverwandtschaften eine neue Art realistischer Literatur geschaffen. Und was jetzt Madame de Stael über die Wahlverwandtschaften schreibt, hätte genauso gut auf Flauberts Madame Bovary passen können. Zitat: On ne saurait nier qu'il y a dans le livre de Goethe les affinités de choix une profonde connaissance du cœur humain. Mais une connaissance décourageante, la vie y est représentée comme une chose assez indifférente, de quelque manière qu'on la passe. Triste quand on l'approfondit, assez agréable quand on l'esquive, susceptible de maladies morales qu'il faut guérir si l'on peut, et dont il faut mourir si l'on n'en peut guérir. Les passions existent, les vertus existent, il y a des gens qui assurent qu'il faut combattre les unes par les autres. Il y en a d'autres qui prétendent que cela ne se peut pas. Voyez et jugez, semble dire l'écrivain qui raconte avec impartialité les arguments que le sort peut donner pour et contre chaque manière de voir. Es ist nicht zu leugnen, dass sich in Goethes Buch die Wahlverwandtschaften eine tiefe Kenntnis des menschlichen Herzens ausdrückt, aber eine entmutigende Kenntnis. Das Leben wird als etwas ziemlich Gleichgültiges dargestellt, wie auch immer man es lebt. Traurig, wenn man es vertieft, ziemlich angenehm, wenn man oberflächlich lebt, moralischen Krankheiten unterworfen, die man heilen muss, wenn man kann, und an denen man sterben muss, wenn man sie nicht heilen kann. Es gibt Leidenschaften und Tugenden, es gibt Leute, so paraphrasiert sie den Sinn ihrer Interpretation der Wahlverwandtschaften. Es gibt Leidenschaften und Tugenden, es gibt Leute, die behaupten, dass man die einen, die Leidenschaften durch die anderen, die Tugenden bekämpfen müsse. Es gibt andere, die versichern, dass das nicht gehe. Seht selbst und urteilt, scheint der Verfasser zu sagen, der unparteiisch die Argumente erzählt, die das Schicksal für und wider jede dieser Sichtweisen anführt. Flauberts poetologische Trias, l'impartialité, l'impassibilité, l'impersonalité, wird hier implizit und explizit schon auf Goethes Werk bzw. den Erzähler angewendet, also die Unparteiischkeit, die Ungerührtheit, l'impartialité, l'impassibilité, impersonalité, das sich nicht einmischen des Erzählers, der einfach erzählt, wie es so läuft, unmoralisch oder moralisch, egal. Und damit nimmt Madame de Stael implizit auch schon Flauberts Credo vorweg. L'ineptie consiste à vouloir conclure.
Die Dummheit besteht darin, abschließende Wertungen, habe ich, glaube ich, vorhin schon mal erzählt, die Dummheit besteht darin, abschließende Wertungen vornehmen zu wollen. Der amoralische Olympier Goethe thront über dem bunten Treiben der Menschheit und stellt in seinen Dichtungen aus heiterer Distanz deren emotionale Verwicklungen dar. Madame de Stael bedauert diese in ihren Augen trostlose und herablassende Haltung, kann ihr aber als poetologische Möglichkeit in der modernen Kunst die Anerkennung auch nicht versagen. So. Meine Damen und Herren, eine kurze Zusammenfassung nur des letzten Unterkapitels, das wir letztes Mal etwas überhastet abgeschlossen haben. Sie erinnern sich, Madame de Stael de l'Allemagne, in diesem Werk macht Madame de Stael die deutsche Literatur der Klassik und Romantik in Frankreich und Europa bekannt und die deutsche Philosophie des Idealismus, wobei die deutsche Literatur der Klassik damals noch gar nicht so hieß und im europäischen Gesamtzusammenhang sowieso eher als Spielart des Romantischen gilt. In dem Unterkapitel Dialektik von Idealismus und Realismus haben wir dann gesehen und überhaupt schon in den Ausführungen zuvor natürlich, dass Madame de Stael's Romantikbegriff ein sehr moderner ist, der also keineswegs rückwärtsgewandt ist, zwar im Mittelalter ansetzt mit den ritterlichen Tugenden, Höchstwerten und so weiter, aber durch die mehrfache Aufhebungsbewegung, durch die Reformation, Aufklärung und dann wieder die Aufklärung der Aufklärung, die dann später oder um die gleiche Zeit auch von Hegel gefordert wird, den sie allerdings noch nicht kennt, aber sie nimmt sozusagen auch Denkfiguren der hegelischen Dialektik vorweg, wo sie also die Aufklärung vor einer Reduktion des Rationalen aufs Rationelle über sich selbst damit also aufklären möchte, was, wie wir gesehen haben, ja bis heute relevant ist. Die Vorherrschaft der mechanistischen Naturwissenschaften versucht sie zurückzudrängen. Und dann also im Unterkapitel Dialektik von Idealismus und Realismus, in dem es hauptsächlich um Goethe ging, das für Madame de Stael schon das Originalgenie par excellence ist und indem sie die beiden Werke Goethes, nämlich Faust I aus dem Jahr 1808 und die Wahlverwandtschaften aus dem Jahr 1809, die also veröffentlicht wurden, während Madame de Stael an de l'Allemagne schrieb, und das hat sie noch rezipiert und dann ausführlich darauf eingegangen, die allen ihren Idealen von Kunst, Literatur widersprechen. Faust I, Madame de Stael ist zwar nicht mehr Klassizistin im Sinne der französischen Klassik, aber so modern, das nimmt sie zwar, rezipiert sie, spricht dem goethischen Faust eine sozusagen Daseinsberechtigung. Sie ist fasziniert von der Genialität, aber gleichzeitig in gewisser Hinsicht verstört durch seine Modernität, antiklassizistisch. Die Einheit der Zeit wird aufgebrochen. Es dauert mehr als 9 Monate, in der Faust Gretchen schwängert und bis zur Geburt des Kindes. Die Stilmischung zwischen erhabenstem Stil und niedrigstem Stil, Bon Goût, klassische Mesure, klassizistische Mesure, widerspricht es im großen Teil. Und eben auch, dass es das Faust I, das, den sie ja nur kennen konnte, gleichsam das Böse um des Bösen Willen darstellt. Madame de Stael stellt sich mit Kant auf den Standpunkt eines L'art pour l'art, muss aber dabei feststellen, realistischerweise, dass es im Menschlichen Tiefen und Untiefen gibt, die auch in der Literatur dargestellt werden können. Und Goethe macht das hier, was für sie Faust wird, für sie zum Cauchemar de l'esprit, der Albtraum des Verstandes, der also das unschuldige und hilflose Gretchen Schwänger, die ihn schon liebt, aber vorher vergiftet er mehr oder weniger unwillentlich ihre Mutter, indem er Gretchen ein Schlafmittel für die Mutter gibt, damit sie nicht aufwacht, wenn Gretchen sie, wenn Faust sie besucht. Das ist, entpuppt sich aber hinterher als Gift. Der Bruder, der die Ehre seiner Schwester Gretchen retten will, wird von Faust im
Duell erstochen mit Hilfe von des unsichtbaren Mephisto. Gretchen ertränkt ihr Kind aus Verzweiflung, als es geboren ist, und wird zum Tode verurteilt, und damit endet das Drama. Also schrecklich, schrecklicher kann man es überhaupt sich nicht vorstellen. Und das fasziniert Madame de Stael, wenn es sie auch abstößt. Und das andere, die Wahlverwandtschaften, also der Begriff aus der Chemie, anziehendes oder sich abstoßendes Verhalten von chemischen Verbindungen. Die Ehepartner Edouard und Charlotte, reiches, adliges Paar in mittleren Jahren, leben zurückgezogen auf einem Landgut. Und dann kommen hinzu ein Freund von Eduard, der Hauptmann Otto, und eine Nichte von Charlotte, Ottilie. Und die Ehepartner verlieben sich in die beiden. Die Liebe wird auch erwidert. Die letzte Nacht, die die Ehepartner miteinander verbringen, fantasieren sie sich praktisch in die Arme des jeweils anderen, den sie wirklich lieben oder die sie wirklich lieben. Und das Kind, der Sohn, der dann dabei dann später geboren wird, sieht dann auch tatsächlich genau den beiden ähnlich, die in der Nacht gar nicht beteiligt waren, eigentlich am Geschlechtsverkehr sozusagen. Das wird dann, wie Madame de Stael schreibt, gleichgültig ist Goethe. Unparteiisch stellt er die Verwicklungen dar, die dann dazu führen, dass am Schluss Ottilie in ihrer Verwirrtheit, als sie auf das Kind von Charlotte aufpasst, fällt ihr das Kind in den See und ertrinkt. Und sie hungert sich dann zu Tode, mehr oder weniger willentlich. Wie also ein psychologischer Roman, ein realistischer Roman bereits im Vorgriff auf die Flaubert'sche Poetik, wie Flaubert dann später sagen wird, seine poetischen Grundsätze sind Impartialität, Impassibilität und Impersonalität. Also der unparteiische Schriftsteller, der einfach nur psychologisch darstellt, was in den Leuten passiert, die Abgründe menschlicher Seele nicht mehr urteilt, gleichsam gleichgültig in seinem Werk steht und die Menschen beobachtet aus heiterer Distanz, die emotionalen Verwicklungen, eine trostlose und herablassende Haltung, wie Madame de Stael sagt, aber auch diesem versagt sie nicht ihre Anerkennung. Nun kommen wir zum dritten Kapitel und wollen das heute abschließen, Madame de Stael. Nächstes Mal schließen wir diese Vorlesung. Da stelle ich Ihnen noch einen fantastischen Gruselroman von Charles Nodier vor, um auch diese Seite der Romantik zu beleuchten, Smara. Nun aber zum dritten Kapitel über Madame de Stael de l'Allemagne, Methodik und Praxis einer vergleichenden europäischen Literatur- und Kulturwissenschaft in de l'Allemagne. Madame de Stael ist die Begründerin der Komparatistik. Das erste Unterkapitel habe ich genannt Dialektik von Diversität und Universalität. Madame de Stael's Entwurf einer vergleichenden europäischen Literatur- und Kulturwissenschaft in de l'Allemagne steht unter dem methodologischen Vorzeichen einer Dialektik von Diversität und Universalität. Zitat: Il y a quelque chose de très singulier dans la différence d'un peuple à un autre. Le climat, l'aspect de la nature, la langue, le gouvernement, enfin surtout les événements de l'histoire, puissance plus extraordinaire encore que toutes les autres, contribuent à cette diversité et nul homme ne peut deviner ce qui se développe naturellement dans l'esprit de celui qui vit sur un autre sol. On se trouvera donc bien en tout pays d'accueillir les pensées étrangères, car dans ce genre, l'hospitalité fait la fortune de celui qui reçoit. Es liegt etwas ganz Besonderes im Unterschied eines Volkes von einem anderen. Das Klima, die Natur, die Sprache, die Regierung und schließlich vor allem die Begebenheiten der Geschichte, eine Macht, welche noch außerordentlicher ist als alle übrigen, tragen zu diesen Verschiedenheiten bei und kein Mensch kann erraten, was sich auf natürliche Weise im Geist eines Menschen entwickelt, der auf einem anderen Boden lebt. Man wird also in jedem Land gut daran tun, fremde Gedanken aufzunehmen, denn in dieser Hinsicht bereichert die Gastfreundschaft den Aufnehmenden.
Wie an vielen anderen Stellen in de l'Allemagne auch, gibt Madame de Staël sich hier als Schülerin von Montesquieu's de l'Esprit des Lois aus dem Jahr 1748 vom Geist der Gesetze zu erkennen. Zugleich macht sie hier aber so deutlich wie an keiner Stelle sonst, dass sie den epistemologischen, also wissenschaftstheoretischen Boden Montesquieu's verlassen hat. Sie denkt die Frage weiter, die schon Rousseau kritisch an den Esprit des Lois gestellt hat, ob nicht der geschichtliche Prozess genauso wichtig oder sogar noch wichtiger für die Ausbildung kultureller Identitäten sei als geografische und klimatische Bedingungen, wie Montesquieu das herausgearbeitet hat. Wenn sie hier schreibt, dass kein, im letzten Zitat, dass kein Mensch erraten kann, was sich auf natürliche Weise im Geist eines Menschen entwickelt, der auf einem anderen Boden lebt, so gebraucht sie den Begriff des Natürlichen schon in uneigentlicher Weise. Da die Montesquieu'sche Systemtheorie gerade darauf zielte, alle Bedingungselemente zusammenzutragen, die kulturelle Diversität auf natürliche, naturgesetzmäßige Weise erklärbar machten. Bei Montesquieu eben das Klima, die Beschaffenheit der Böden, die Lage am Meer oder im Gebirge oder im Innenland, Binnenland, während Montesquieu kulturellen Austausch und geschichtliche Veränderungen des Bewusstseins als Erklärungsmodelle noch gar nicht vorsah. Madame de Staël führt das Element des Kontingenten, des Unberechenbaren, des Prozessualen, des Einzigartigen in die Kulturtheorie ein und entwirft eine Dialektik von immanenter Kulturentwicklung und Kulturkontakt. Ihr Ideal des kulturellen Kontakts beschreibt sie dabei mit dem Begriffspaar der Imitatio, was negativ gewertet ist, und der Emulatio, des Wetteiferns, das positiv gewertet ist. Das Kapitel 9 des ersten Teils ist betitelt Des étrangers qui veulent imiter l'esprit français. Über Ausländer, die den französischen Geist nachahmen wollen. Und darin beschreibt sie die kulturelle Hegemonie Frankreichs und der französischen Sprache im 18. Jahrhundert als Verarmung im europäischen Maßstab. Nächstes Zitat. L'imitation du genre français est très souvent fatigante. Une langue étrangère est toujours sous beaucoup de rapports une langue morte. Un étranger francisé ne se permet pas une opinion ni une phrase qui ne soit orthodoxe. Les Français homme d'esprit, lorsqu'il voyage, n'aime point à rencontrer parmi les étrangers l'esprit français et recherche surtout les hommes qui réunissent l'originalité nationale à l'originalité individuelle. Damit meint sie natürlich sich selber, weil die meisten Français, die durch Europa reisen, natürlich sehr wohl froh sind, dass sie überall mit französischem, mit Nachahmern des französischen Geistes konfrontiert werden. Also die Übersetzung. Die Nachahmung des Französischen wirkt sehr häufig ermüdend. Eine Fremdsprache ist immer in mancher Hinsicht eine tote Sprache. Ein französierter Ausländer erlaubt sich keine Meinung, keine sprachliche Wendung, die nicht orthodox wären. Wenn französische Intellektuelle reisen, und damit meinen sie eben sich selber, wollen sie im Ausland nicht auf den französischen Geist treffen und suchen in erster Linie Menschen, die nationale und individuelle Originalität miteinander verbinden. Wenn Künstler und Wissenschaftler in einer Fremdsprache produzieren und miteinander kommunizieren, werden sie an Originalität immer den Muttersprachlern unterlegen sein. Sie werden ihr Denken und Dichten nicht mehr kreativ fortentwickeln. Das haben wir heute, wo Englisch immer mehr zur Lingua Franca wird, wo sich dann sogar Französisten und Italienisten auf Englisch unterhalten. Kümmert die eigene Wissenschaftssprache. Man hatte das im Mittelalter in der Scholastik, wo es ja schon einmal eine Lingua Franca gab, das Latein. Und die Renaissance begann damit, das Mittelalter erstarrte dann in der Scholastik im 12., 13., 14. Jahrhundert. Und die Renaissance, die dann begann, die Einzelsprachen, die europäischen Einzelsprachen wieder zu Wissenschafts- oder überhaupt erstmals zu Wissenschaftssprachen zu machen. Damit begann das Aufblühen der europäischen Wissenschaften allenthalben. Und heute werden wir genauso eine Erstarrung und Verkümmerung, Verarmung der Geisteswissenschaften erleben, die immer mehr
nur dem Englischen nachplappern. Eine Kultur kann immer nur in einer Muttersprache lebendig bleiben. Das heißt aber natürlich nicht, dass sich Kulturen gegeneinander abschotten sollen. Ganz im Gegenteil. Hier greift nämlich das Prinzip der Emulatio. Nächstes Zitat. Le grand avantage qu'on peut tirer de l'étude de la littérature allemande, c'est le mouvement d'émulation qu'elle donne. Il faut y chercher des forces pour composer soi-même, plutôt que des ouvrages tout faits qu'on puisse transporter ailleurs. Der große Vorzug, den man aus dem Studium der deutschen Literatur ziehen kann, ist der Impuls zum Wetteifer. Man muss eher Kraft zu eigenen Schöpfungen daraus gewinnen, als nur fertige Werke woanders hin zu transportieren. Die deutsche Literatur hat sich zunächst in der Imitatio der französischen und davor der lateinischen und auch der italienischen Literatur geübt. Originell wurde die deutsche Literatur aber erst, als Lessing und andere die Poetik des französischen Klassizismus kritisch prüften und poetologische Prinzipien entwickelten, die dem deutschen Publikumsgeschmack angemessener waren. Entsprechend sollte nun nach Madame de Stael, und de l'Allemagne ist das beste Beispiel dafür, die Franzosen und Europäer die deutsche Literatur studieren und sie dann wieder durch eigene originelle Werke zu übertreffen suchen. Mit ihrer Kulturtheorie der Diversität und der wechselseitigen Anerkennung entwirft Madame de Stael in den Jahren von Napoleons größter Machtentfaltung im europäischen Laboratorium Coppée bei Genf, ich habe davon erzählt, eine Alternative zu Napoleons imperialer und klassizistischer Europa-Idee. Zitat: Si l'Allemagne était réunie à la France, il s'en suivrait aussi que la France serait réunie à l'Allemagne. Les vaincus à la longue modifieraient les vainqueurs et tous finiraient par y perdre. Würde Deutschland an Frankreich angeschlossen, was Napoleon ja zum Teil gemacht hat, und die anderen Staaten waren 10 Jahre lang ungefähr Satelliten, die anderen deutschen Staaten waren 10 Jahre lang ungefähr Satelliten von Frankreich. Würde Deutschland an Frankreich angeschlossen, so folgte daraus auch, dass Frankreich an Deutschland angeschlossen würde. Im Laufe der Zeit würden die Besiegten auch die Sieger verändern und am Ende alle dabei verlieren. Madame de Stael entwirft ein Europa der Vaterländer und Muttersprachen. Kein hegemoniales und keines des Melting Pots, der für sie auf europäischer Ebene eine Fusion auf dem Niveau des kleinsten gemeinsamen kulturellen Nenners bedeuten würde. Also kein Melting Pot, kein hegemoniales à la Napoleon, kein Melting Pot, der für Madame de Stael auf europäischer Ebene eine Fusion auf dem Niveau des kleinsten gemeinsamen kulturellen Nenners bedeuten würde. Regulative Idee der modernen europäischen Kultur ist für sie die Assoziation der kulturellen Eliten. Elitär ist sie natürlich schon. Enfin, il reste encore une chose vraiment belle et morale, dont l'ignorance et la frivolité ne peuvent jouir, c'est l'association de tous les hommes qui pensent d'un bout de l'Europe à l'autre. So bleibt zuletzt etwas sehr Schönes und Moralisches übrig, was Ignoranz und Oberflächlichkeit nicht genießen können, die Assoziation aller denkenden Menschen von einem Ende Europas bis zum anderen. Das nächste Unterkapitel, de l'esprit de conversation. Wie geht Madame de Stael nun konkret vor bei der Applikation ihrer Kulturtheorie der Diversität und der wechselseitigen Anerkennung und Emulatio? Ich will als ein Beispiel kurz das umfangreiche und komplexe Kapitel de l'esprit de conversation, vom Geist der Unterhaltung, analysieren. Ausgehend von der Feststellung, dass Paris die Welthauptstadt des esprit de conversation sei, entwirft Madame de Stael zunächst in stark typisierender Manier den Begriff und den Stellenwert der gesellschaftlichen Konversation in Frankreich. Nächstes Zitat. Le genre de bien-être que fait éprouver une conversation animée ne consiste pas précisément dans le sujet de cette conversation. Les idées ni les connaissances qu'on peut y développer n'en sont pas le principal intérêt. C'est une certaine manière d'agir les uns sur les autres, de se faire plaisir réciproquement et avec rapidité. Die Art des Wohlbefindens, welche eine belebte Unterhaltung gewährt, besteht nicht so sehr im Gegenstand dieser Unterhaltung. Nicht die Ideen und Kenntnisse, die man darin entwickeln kann, bilden das Hauptinteresse, sondern eine gewisse Weise, aufeinander zu wirken, sich gegenseitig und rasch Vergnügen zu bereiten. Der Geist der Konversation ist eine Kunst um der Kunst willen. Es kommt nicht auf die Inhalte an,
Es geht um eine Lebenskunst, eine Kunst des zwanglos konfliktfreien Zusammenlebens, die am Hofe in Versailles und in den Pariser Salons ausgebildet wurde. Dabei handelt es sich zunächst um eine Kunst ex negativo, eine Kunst des Vermeidens. Vermeiden, andere vor den Kopf zu stoßen, Eitelkeiten zu verletzen. Vermeiden, Probleme der Macht, der Politik und der Rangordnung anzusprechen. Vermeiden, existenzielle Nöte zu thematisieren. Vor allem aber vermeiden, andere zu langweilen. Kurz alles, was sich im Begriff des Takt oder des Esprit de Sociabilité zusammenfassen lässt. Verbunden ist damit natürlich ein starker Anpassungsdruck. Man darf die anderen nicht dadurch verärgern, dass man wesentlich origineller, tiefgründiger, empfindsamer, geistreicher eben anders denkt und spricht als der gehobene Durchschnitt. Einzig erlaubt im Wettstreit der Eitelkeiten und des Esprit ist, nächstes Zitat, cette douce moquerie qui délasse l'esprit et donne à la bienveillance elle-même une façon piquante de s'exprimer. Jene sanfte Spötterei, die den Geist entspannt und dem Wohlwollen selbst einen zugespitzten Ausdruck verleiht. Madame de Stael hier in diesem Kapitel über La Conversation, das ist de l'esprit de Conversation, das ist bis heute, Sie werden ja Franzosen kennen, gut, in der Jugend ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber in den Kreisen unter gebildeten, Bessergestellten trifft das bis heute haargenau zu, was Madame de Stael damals schreibt. Wir sahen an anderer Stelle schon, dass Madame de Stael den Geist der Moquerie, des Persiflage und der Plaisanterie auch sehr kritisch als zersetzende Brillanz einschätzen kann, die andere Menschen und vor allem nicht angepasste Ideen der Lächerlichkeit preisgibt. Selber aber, der Esprit der Moquerie, der Persiflage und Plaisanterie, auf der Oberfläche der Dinge bleibt. Hier in diesem Kapitel von de l'Allemagne überwiegt zunächst die gleichsam positive Vorderseite dieses Phänomens. Ein sanfter Spott, ein harmloses Spiel zwischen sich mehr oder weniger wohlgesinnten Menschen, die wirkliche Probleme und peinliche Schwächen aussparen. Momente heiterer und herrschaftsfreier Diskurse, die vorübergehend die Kleinlichkeiten und den Ernst der menschlichen Existenz vergessen lassen und in liebenswürdiger Gelassenheit eine Utopie menschlichen Zusammenlebens aufscheinen lassen. Eine typisch französische Utopie allerdings in den Augen Madame de Staels und diametral entgegengesetzt der deutschen Geistesart, die sie jetzt entwickelt. Rien ne plus étranger à ce talent de la conversation que le caractère et le genre d'esprit des Allemands. Ils veulent un résultat sérieux en tout. Ils n'entendent pas un mot sans en tirer une conséquence et ne conçoivent pas qu'on puisse traiter la parole en art libéral qui n'a ni but ni résultat que le plaisir qu'on y trouve. Nichts ist diesem Talent der Unterhaltung fremder als der Charakter und die Geistesart der Deutschen. Sie wollen in allem ernsthafte Ergebnisse. Sie vernehmen kein Wort, ohne daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen und können sich nicht vorstellen, dass man die Rede als freie Kunst behandeln kann, die keinen anderen Zweck hat, als das Vergnügen, das man darin findet. Natürlich spitzt Madame de Stael hier stark idealtypisch zu. Sie konstruiert ein deutsches Gegenmodell gegen den französischen Esprit de Conversation. Den Deutschen gehe der Sinn für Moquerie, Persiflage und Plaisanterie vollkommen ab. Sie nehmen jedes Wort ernst, legen es auf die Goldwaage und reagierten daher auch oft überempfindlich auf kleine Frotzeleien und Scherze. Konversation um der Konversation willen erscheine den Deutschen unnütz. Epigrammatisch zugespitzt drückt Madame de Stael den deutsch-französischen Mentalitätsunterschied hinsichtlich der Kunst der Konversation folgendermaßen aus. Le mérite des Allemands, c'est de bien remplir le temps. Le talent des Français, c'est de le faire oublier. Das Verdienst der Deutschen liegt darin, die Zeit gut auszufüllen. Das Talent der Franzosen liegt daran, die Zeit vergessen zu machen.
Das habe ich selbst mit einem französischen Freund, den ich kennengelernt habe, als er in Eichstätt Lektor war und dann akademischer Rat für Didaktik des Französischen, der gesagt hat, also man muss im Deutschen, wenn die irgendwie zusammensitzen, dann müssen die ständig irgendwelche wichtigen, ernsthaften Gespräche führen. Man kann da nicht einfach mal ein bisschen oberflächlich dahinreden. Der mangelnde Sinn der Deutschen für Konversation à la Française wirkt für Franzosen als teutonischer Bierernst und als intellektuelle Unfähigkeit, den Finessen des französischen Esprit zu folgen, wodurch die Deutschen dann im Circulus Viciosus zugleich wieder zum beliebten Ziel der Plaisanterie französischer Salonkonversation werden. Zum anderen aber hebt Madame de Staël auch die ganz andere Struktur des Esprit allemand ab. Nächstes Zitat. L'heure des Allemands supériorité consiste dans l'indépendance de l'esprit, dans l'amour de la retraite, dans l'originalité individuelle. Ihre Überlegenheit besteht in der Unabhängigkeit des Geistes, in der Liebe zur Zurückgezogenheit und in der Originalität des Individuums. Madame de Staël's Lieblingsbeispiel für den deutschen Intellektuellen ist Immanuel Kant, dessen skurrile Lebensgewohnheiten sie im Kant-Kapitel liebevoll schildert. Also, dass die Einwohner von Königsberg die Uhr nach ihm stellen konnten, weil er jeden Nachmittag genau pünktlich um so und so viel Uhr seine Nachmittagsspaziergang gemacht haben, oder angeblich, als er seinen Diener namens Lampe entlassen musste wegen Unregelmäßigkeiten, auf den er aber gar nicht verzichten konnte, an den er sich so gewohnt hatte, soll er überall kleine Zettelchen aufgestellt haben in seinem Arbeitszimmer: Lampe muss vergessen werden. Also so ein schrulliger, verschrobener deutscher Intellektueller, dem es eben auch nur um die Sache geht. Und aufgrund der in Deutschland noch rigider wirkenden Klassenschranken und der dezentrierten politischen Struktur sind die deutschen Intellektuellen weniger in die aristokratische Salonkultur integriert. Und dadurch deren Anpassungsdruck und auch kurzfristigen Befriedigungen des Amour propre weniger ausgesetzt. Die Deutschen sind natürlich verteilt über ganz Deutschland, über die verschiedenen Kleinstädte, Kleinstaaten und sogar auch Reichsstädte und sowas. Zur Zeit Goethes und Schillers ist ein gewisser Schwerpunkt in Weimar, aber Berlin zur selben Zeit ist ebenfalls ein geistiger Schwerpunkt, oder auch kleinere Städte wie Nürnberg, wo Hegel am Anfang lehrte und E.T.A. Hoffmann lebte und anderes. Und in Frankreich ist natürlich alles zentriert auf Paris, und da vermischen sich auch die aristokratischen Salons mit den Intellektuellen wesentlich stärker als in Deutschland. Das nächste Zitat: Si Goethe était français, on le ferait parler du matin au soir. Tous les auteurs contemporains de Diderot allaient puiser des idées dans son entretien et lui donnaient une jouissance habituelle par l'admiration qu'il inspirait. Wenn Goethe Franzose wäre, ließe man ihn von morgens bis abends reden in den Salons und zwänge ihn auch dazu zu reden. Die Aristokraten haben ja die Intellektuellen mehr oder weniger genötigt, in ihren Salons aufzutreten. Alle intellektuellen Zeitgenossen Diderots schöpften Ideen aus seiner Unterhaltung und machten ihm den Genuss, den ihre Bewunderung ihm einflößte, zur Gewohnheit, womit sie indirekt Diderot auch eine gewisse Oberflächlichkeit unterstellt gegenüber Goethe und vor allem Schiller, wie wir ja gesehen haben. Nachdem Madame de Staël idealtypisch die gehobene französische und deutsche Gesprächskultur umrissen hat, entwickelt sie am Ende des Kapitels über l'esprit de conversation ganz vorsichtig ihre Vorstellung von Möglichkeiten wechselseitiger Bereicherung oder Annäherung beider Kulturtypen, woran dann indirekt ein nationenübergreifendes europäisches Kulturideal ablesbar wird, ohne dass freilich die Eigenheiten der Nationen in diesem Ideal aufgehen sollten. Das nächste Zitat lese ich nicht, sondern paraphrasiere es nur. Explizit sagt Madame de Staël hier, was Deutsche von Franzosen lernen sollten und was nicht. Implizit gilt dies natürlich auch umgekehrt. Individualität und Originalität, die sich mangels gesellschaftlichen Austausches in Deutschland ausbildet, kann auch zur nicht mehr vermittelbaren Egozentrik werden.
Misstrauen gegen die Etikette und Höflichkeit in Deutschland kann zu asozialem Verhalten. Unangepasstes Verhalten kann zur Marotte. Abneigung gegen scherzhafte Salonkonversation kann zu langweiliger Ernsthaftigkeit werden. Beharrlichkeit kann zu Starrsinn werden, dem sich die dialektischen Wahrheiten der menschlichen Intersubjektivität nicht erschließen. Insbesondere, und dies führt Madame de Stael im Kant-Kapitel aus, kann sie nicht, es ist übrigens sehr interessant, das zu lesen, wenn sie über Kant schreibt und über Fichte. Sie ist ja auf einem Empfang in Berlin auf Fichte zugegangen und hat ihm gesagt, ob er ihr seine Subjektphilosophie mal auf ein paar Seiten zusammenfassen könnte, weil seine Schriften so schwer zu lesen sind. Und das hat er dann tatsächlich gemacht und es ist eines der best zu verstehenden Texte, die Fichte jemals geschrieben hat. Also, im Kant-Kapitel führt Madame de Stael aus, dass sie nicht verstehen kann, dass Dunkelheit Schwerverständlichkeit Ausweis für philosophischen Tiefsinn sein sollen im Deutschen. Dunkelheit, Schwerverständlichkeit, also versuchen Sie mal Kant ohne Hilfe zu lesen, überkomplizierter Satzbau, idiosynkratische Terminologiesysteme, also idiosynkratisch, das heißt etwas, was Idios einer allein, einer selbst, ein terminologisches System erbaut, wie Kant. Sie kann also nicht verstehen, dass das Ausweis für philosophischen Tiefsinn sein soll. Und in ihrem Kant-Kapitel, das ich Ihnen erspart habe, weil es immer noch relativ kompliziert ist, aber man versteht da recht gut die wichtigsten Grundideen von Kants kritischer Philosophie. Und deswegen ist für Madame de Stael die französische Salonkonversation eine ausgezeichnete Schule der argumentatorischen und stilistischen Klarheit. Aber umgekehrt können im Sinne Madame de Staels auch Franzosen, an die sich de Lallemagne ja hauptsächlich wendet, daran interessiert sein, den Anpassungsdruck und die kurzfristigen Gratifikationen der öffentlichen Meinung in der Salonkonversation zu meiden. Sie können dazu angehalten werden, die Franzosen unkonventionelle Ideen, die vielleicht nicht dem Bon Goût entsprechen, ernsthaft zu prüfen und die Klarheit mündlicher Konversation nicht mit gedanklicher Tiefe zu verwechseln. Aber, und damit schloss das letzte Zitat, was wir nicht gelesen haben, keine der beiden Nationen sollte versuchen, den Esprit der anderen einfach zu kopieren. Deutsche und Franzosen würden dabei nur die Vorteile ihrer je eigenen Kultur aufs Spiel setzen, ohne zu geistreichen und eleganten Deutschen beziehungsweise zu ernsten Franzosen werden zu können. Dass langfristig solche Austausch- und Annäherungsprozesse doch auch noch weitergehen, als Madame de Stael für möglich hält, zeigt folgendes Zitat, in dem sie den französischen Stil der Clarté vom deutschen Stil der Vieldeutigkeit und Assoziativität unterscheidet. L'on ne dit en français que ce qu'on veut dire. Et l'on ne voit point errer autour des paroles ces nuages à mille formes qui entourent la poésie des langues du Nord et réveillent une foule de souvenirs. Im Französischen sagt man nur, was man sagen will. Ce qui n'est pas clair n'est pas français, wie Rivarol das im 18. Jahrhundert ausgedrückt hat. Man sieht nicht um die Worte diese tausendgestaltigen Wolken irren, die die Dichtung der Sprachen des Nordens umgeben und eine Fülle von Erinnerungen wecken. Damit meint sie also etwas poetisch ausgedrückt, dass die Franzosen eher sozusagen monosemierende, also die Semantik zustützen auf die Kernbedeutung, während die Deutschen und andere nordische Sprachen, Literaturen und auch Philosophien gerade auf der semantischen Vieldeutigkeit von Begriffen insistieren. Und da lässt sich jetzt natürlich im Nachhinein, nach der französischen Romantik, nach dem französischen Symbolismus und Marcel Proust, sieht man, dass das, was sie hier für die Dichtung der Sprache des Nordens gesagt hat, inzwischen seit langem auch ins Französische eingedrungen ist, dass Dichtung vieldeutig, anspielungsreich ist, eine Fülle von
Erinnerungen, semantischen Erinnerungen weckt. So viel zu diesem Kapitel und dann kommen wir zum Kapitel 3.3, Racine, Shakespeare. Sie werden nachher hören, worauf ich damit anspiele. Das ist eine Schrift von Stendhal aus dem Jahr 1823, wobei Madame de Stael viele seiner Thesen in De l'Allemagne schon vorwegnimmt. Der deutsch-französische Kulturvergleich in De l'Allemagne ist ein Laboratorium für den weiteren Kulturraum Europas, genauer gesagt West- und Südeuropas. Darauf beschränken sich im Großen und Ganzen Madame de Stael's Kenntnisse, die aber immerhin noch immens genug sind. Und auch in die Geschichte sich bis in die Antike natürlich zurückbeziehen. Überall in ihrem Werk weitet sie die Arbeit an der kulturellen Dialektik von Diversität und Homogenisierung auf europäischen Maßstab aus. Und sie bringt dabei, wie wir eben schon am Beispiel der Gesprächskultur sahen, sowohl einen weiteren wie auch einen engeren Kulturbegriff in Anschlag, ohne dies selbst weiter zu reflektieren. Sie behandelt die Salonkultur, die Festkultur, das Bildungswesen, das Verhältnis der Geschlechter und politische Fragen und religiöse, gerade ist natürlich für einen Franzosen, eine Französin interessant, die ganz anders gestaltige konfessionelle Aufteilung in Deutschland gegenüber Frankreich. Am meisten Raum aber nimmt doch das ein, was man den kulturellen Höhenkamm, also den Kulturbegriff im engeren Sinne, nennen mag. Philosophie, Wissenschaft, Künste und vor allem Literatur. Und in der Literatur wiederum das Drama, vor allem. Kriterium für die Aufnahme in den Stahlschen Kanon ist die Zweckfreiheit und die anthropologische Relevanz. Zitat: On s'attache à la poésie qui révèle l'homme à l'homme. Man schätzt die Dichtung, die dem Menschen den Menschen offenbart. Also Dichtung als Menschenkunde. Wobei ich ja öfter schon darauf hingewiesen habe, dass Dichtung, Literatur kann etwas, was die Wissenschaften nicht können, die zum Allgemeinen tendieren müssen, zur Bildung von Oberbegriffen, Verallgemeinerung, wie eben Philosophie, Soziologie und sonst welche. Auch die Psychologie, gerade heutzutage. Die Literatur verhandelt das einzelne Individuum in seiner Unvergleichbarkeit, in seiner Inkommensurabilität, wie ich das letztes Mal genannt habe, in seiner Nicht-Ausmessbarkeit mit allgemeinen Begriffen. Ein weiteres Kriterium für die Kanonfähigkeit im Sinne Madame de Stael ist die gesamteuropäische Relevanz. Das wurde schon an den eingangs erwähnten, in De l'Allemagne vorgestellten Dramen Schillers und Goethes deutlich, die die Problematik des nachmittelalterlichen Individuums in Deutschland, Frankreich, England, Italien, Spanien, den Niederlanden und der Schweiz zum Thema haben. Wallenstein, die Jungfrau von Orléans, Maria Stuart, Torquato Tasso, Don Carlos, Egmont, Wilhelm Tell, neben die man noch Goethes Iphigenie und Lessings Nathan der Weise und Emilia Galotti stellen kann. Sie geht auch auf heute weniger bekannte deutsche Dichter von der damaligen Zeit ein, wie Zacharias Werner, Kotzebue, Gerstenberg und Klinger. Die wichtigsten Referenzautoren außerhalb des französischen und deutschen Bereichs in De l'Allemagne sind Homer, Pindar, das altgriechische und römische Theater, Horaz und Ovid, Dante, Petrarca, Ariost, Tasso, die Literatur des spanischen Siglo de Oro, Camoens, der Portugiese und Milton, dann der englische Roman des 18. Jahrhunderts und am prominentesten überhaupt Shakespeare, auf den sie an circa 20 Stellen mehr oder weniger ausführlich eingeht. Wenn Madame de Stael Goethes Tasso bespricht, kennt sie natürlich im Gegensatz zu heutigen Germanisten des realen Tassos Werke und Briefe und begründet sehr differenziert, warum Goethes Tasso eher ein Poet allemand darstelle, womit sie meines Erachtens nicht ganz recht hat, weil Goethe sehr kongenial den Tasso als Höfling darstellt in seinen zunehmenden Wahnvorstellungen. Und auch Goethe hat im Gegensatz zu heutigen Germanisten natürlich
konnte fließend Französisch und auch Italienisch und lesen natürlich so und hat auch die Werke alle im Original gelesen. Madame de Staël analysiert auch Jean-Pauls Poetik im Vergleich zu Lawrence Sterns Humorbegriff. Sie entgegnet Kritiken, französische Kritiken am Schillerschen Wallenstein, der als gemischter, unentschlossener, unheroischer Charakter eigentlich aufgefasst wird, und einem französischen Publikum, das haben wir schon gehört, durch Benjamin Constants Wallenstein-Adaptation aus dem Jahr 1808 bekannt wurde. Dem entgegnet sie, also der französischen Kritik an diesem Wallenstein, entgegnet sie mit Parallelen bei gewissen Dramenfiguren Shakespeares. Hamlet ist ja auch so ein handlungsverzögerter, gehemmter Charakter. Und einfach mit Verweisen auf die menschliche Lebensrealität, denen solche gemischten, in sich gebrochenen Figuren näher stünden als die eher eindimensionalen Helden der klassischen französischen Tragödie. Wobei sie allerdings die klassische französische Tragödie kennt sie offensichtlich weniger gut als die deutschen Dramen und die Shakespeare-Dramen, weil eindimensional die nun auch nicht sind, wenn man genauer hinschaut. Jedenfalls stellt Madame de Staël immer wieder unter Berufung auf Shakespeare die klassizistische Dramenpoetik in Frage. Nächstes Zitat. On remarque dans Shakespeare et quelquefois aussi dans les écrivains allemands une façon hardie et singulière de montrer dans la tragédie même le côté ridicule de la vie humaine. La scène française est la seule où les limites des deux genres, du comique et du tragique, soient fortement prononcées. Partout ailleurs, le talent comme le sort se sert de la gaieté pour acérer la douleur, verschärfen. Bei Shakespeare und manchmal auch bei deutschen Schriftstellern bemerkt man eine kühne und eigenwillige Art, in der Tragödie selbst die lächerliche Seite des menschlichen Lebens zu zeigen. Also am besten natürlich bei Faust. In der Walburgisnacht und sonst was in dem Auerbachs Keller. Die französische Bühne ist die einzige, auf der die Grenzen der beiden Gattungen des Komischen und des Tragischen stark betont werden. Überall woanders bedient sich das Talent wie auch das Schicksal der Heiterkeit, um den Schmerz zu verschärfen. Madame de Staël rekurriert an anderer Stelle auch auf Diderots Dramenpoetik der Mitte des 18. Jahrhunderts, der schon die rigide klassizistische Gattungs- und Stiltrennung zu überwinden gesucht hatte, aber den klassischen Kanon in Frankreich noch nicht nachhaltig erschüttern konnte und sein eigenes Dramenbourgeois war zu schlecht, um da Gegenbeispiele auf die Bühne zu stellen. Insbesondere nimmt Madame de Staël hier Victor Hugos Postulat einer Mischung des Grotesken mit dem Sublimen vorweg in seiner berühmten Präface de Cromwell, sein ebenfalls missglücktes Drama Cromwell, das viel zu kompliziert ist, um es aufführen zu können, aber dann stellt er eine Präface vorweg, wo er schreibt, dass es an der Zeit sei, im Drama das Groteske, das Komische mit dem Erhabenen, Sublimen und Tragischen zu vermischen. Auch in der Absicht, dem Bühnengeschehen mehr Lebens- und Realitätsnähe zu verleihen. Madame de Staël beschreibt den französischen Klassizismus als Sonder, um nicht zu sagen Irrweg, und damit übertreibt sie eben etwas, der Irrweg, der aufgrund der kulturellen Hegemonie Frankreichs über 100 Jahre lang die Entwicklung in Europa blockiert habe. Das mag schon sein, dass das große Vorbild des französischen, der französischen Klassik die anderen europäischen Nationen behindert hat, eigene Schöpfungen auf die Bühne zu stellen. Im Kapitel über die Literaturkritik Friedrich Schlegels und seines Bruders August Wilhelm Schlegels führt sie folgendermaßen Folgendes aus. La littérature, disait-il, Friedrich et Auguste Guillaume Schlegel, dans les siècles appelés classiques, perd en originalité ce qu'elle gagne en correction. L'esprit général de ses critiques est le même que celui de Rousseau dans sa lettre contre la musique française. Da gehe ich gleich in der deutschen Übersetzung noch drauf ein. Il croit, also
Friedrich und August Wilhelm Schlegel, trouvé dans plusieurs de nos tragédies l'espèce de d'affectation pompeuse que Rousseau reproche à Lully et à Rameau. Wilhelm Schlegel rend hommage cependant à la plupart de nos grands auteurs, mais ce qu'il s'attache à prouver seulement, c'est que depuis le milieu du XVIIe siècle, le genre maniéré a dominé dans toute l'Europe et que cette tendance a fait perdre la verve audacieuse qui animait les écrivains et les artistes à la Renaissance des Lettres. In den sogenannten klassischen Jahrhunderten, sagen sie, verliert die Literatur an Originalität, was sie an Korrektheit gewinnt. Wenn sie die Literatur also epigonenhaft wird, nachahmend den großen Vorbildern. Der Tenor dieser Kritiker, August Wilhelm und Friedrich Schlegel, der Tenor dieser Kritiker ist der gleiche wie der Rousseaus in seinem Brief gegen die französische Musik, Lettres sur la musique française von 1753. Sie glauben, also die Schlegel-Gebrüder, in vielen unserer Tragödien die Art von pompöser Affektiertheit zu finden, die Rousseau in seiner Lettres sur la musique française Lully und Rameau vorwirft, also Jean-Baptiste Lully, 17. Jahrhundert, Barockmusik, heute wieder sehr en vogue, aber damals dann, und Rousseau gab dann den Ton vor, er hat auch selbst keine Opern geschrieben und war damit sehr erfolgreich, Singspiele, sagen wir mal. Und Jean-Philippe Rameau in der ersten Hälfte vor allem des 18. Jahrhunderts, Rokoko, Musik im Stile Lullys weiter, die dann abgelöst wird von der italienischen Oper, die Namen der Künstler der italienischen, die Rousseau da anführt, die sind heute nicht mehr so bekannt, aber jedenfalls sind sie wesentlich melodiöser, singbarer. Und Rousseau sagt schon, dass die französische Sprache völlig unmöglich ist als Oper und die kann man überhaupt nicht singen. Nur die italienische Sprache sei geeignet, um sie zu singen. Also die italienische Oper, die damals melodiöse Vorläufer praktisch von Verdi und dem Höhepunkt der italienischen Oper im 19. Jahrhundert waren. Also, Wilhelm Schlegel würdigt indessen die meisten unserer großen Autoren. Schlegel war ja nicht undifferenziert, er war auch ungeheuer gebildet und hat Madame de Staël ja geholfen, de l'Allemagne zu schreiben. Was Wilhelm Schlegel nur zu beweisen sucht, ist, dass seit der Mitte des 17. Jahrhunderts eine Tendenz zur Manieriertheit in ganz Europa vorgeherrscht habe, also zu unnatürlich gekünsteltem Stil, und dass darüber der kühne Elan verloren gegangen sei, der die Schriftsteller und Künstler in der Renaissance beseelte. Das würde jetzt natürlich zu weit führen, das alles auszuführen. Madame de Staël schließt also die Klassizismuskritik der Gebrüder Schlegel mit Rousseaus Position im sogenannten Buffonistenstreit kurz. Das ist eben die Opera Buffa Italiana, Buffo von Kobisch, Buffone, Hanswurst, Clown, die von der Commedia dell'arte herkommt, gegen die Opera Seria von Lully und Rameau. Und die Klassizismuskritik der Brüder Schlegel schließt nun Madame de Staël mit Rousseaus Position im Buffonistenstreit kurz und nimmt damit zugleich eine kühne Umwertung der Selbsteinschätzung der französischen Klassizisten vor. Nicht der französische Klassizismus mit seiner Regelpoetik und nicht die klassische französische Tragödie seien als authentische Reaktion auf barocke Manieriertheit und als Bollwerk gegen romantische Überspanntheit aufzufassen, sondern der französische Klassizismus, die französische klassische Tragödie, wirkten im Vergleich zu Shakespeare und Schiller selbst artifiziell und affektiert. Das muss man sehen, ob man das so auffasst. Natürlich ist die Sprache klassische Dämpfung und was man dann alles, und nicht keine Stilmischung, die Sprache muss im hohen, erhabenen, sublimen Stil abgefasst sein. Das ist natürlich ganz anders als bei Shakespeare und Schiller. Die Verarbeitung antik-mythologischer Stoffe in der französischen Klassik zur Darstellung allgemein menschlicher Probleme und Konflikte wirke zumindest inzwischen nach 1800 inauthentisch. In der französischen Klassik durften keine gegenwärtigen Stoffe behandelt werden.
sondern Stoffe, die weit geschichtlich zurücklagen oder am besten gleich mythologische Stoffe aus der griechischen Antike. Und solche Stoffe, antiken mythologische Stoffe, wirken in Madame de Staël's Augen nach 1800 inauthentisch, lebensfremd. Die Renaissance, die die Antike nicht nachgeahmt, sondern sich von ihr zu originären Eigenschöpfungen habe inspirieren lassen, stehe der Gegenwart näher als die französische Klassik. Das sei auch der Grund, warum die französische Dichtung im Gegensatz zu anderen europäischen Dichtungen nicht populär sei. Nächstes Zitat. C'est poésie d'après l'antique. Also zum Beispiel die französische Klassik. Quelque parfaite qu'elle soit, sont rarement populaires, parce qu'elles ne tiennent dans le temps actuel à rien de national. La poésie française étant la plus classique de toutes les poésies modernes, elle est la seule qui ne soit pas répandue parmi le peuple. Diese der Antike nachempfundenen Dichtungen, so vortrefflich sie auch sein mögen, sind selten populär, weil sie keinen Bezug zur aktuellen Situation der Nation haben. Die französische Dichtung, die die klassischste aller modernen Dichtungen ist, ist auch die einzige, die nicht im Volk verbreitet ist. Sie unterstellt damit zugleich, dass natürlich die deutschen Dramen, die wir vorhin angesprochen haben, also Wallenstein, Jungfrau von Orléans, Maria Stuart, das sind ja auch keine zeitgenössischen Themen, aber Wilhelm Tell, aber das sind Themen, die von den deutschen Dichtern an die zeitgenössischen Probleme eben um 1800 wesentlich deutlicher angeschlossen werden, selbst aus historisch 200 Jahre zurück vielleicht, 300 aus historischer Sicht aktueller, aktualisiert praktisch werden und aus historischer Distanz dann doch die Gegenwart darstellen, was die französische Klassik nicht mehr zu tun in der Lage ist nach Madame de Staël. Die französische Klassik ist Klassenliteratur und also die anderen, die Dichter der anderen europäischen Vaterländer und Muttersprachen, Tasso, Calderon, Camoens, Shakespeare, Goethe, Schiller, Bürger, seien zumindest in Teilen ihres Werkes im Volk verwurzelt und populär, während in Frankreich eine klare Zwei- bis Drei-Klassenkultur bestehe. Madame de Staël als Teil der französischen Bildungsaristokratie betont zwar, dass für sie selbst die französische Klassik einen kulturellen Höchstwert darstellt, aber sie rät doch zu einer Öffnung, zu einer Europäisierung der eigenen Traditionen. Deswegen hat ja der Polizeipräfekt von Paris, als er ihr Buch konfiszieren ließ, de l'Allemagne auch geschrieben, Votre livre n'est pas français. Inhaltlich und formal kann die französische Klassik in den Augen Madame de Staël's kein Vorbild mehr für die aktuelle Literatur abgeben. Und damit nimmt sie die wesentlichen Gedanken von Stendhals Schrift Racine Shakespeare aus dem Jahr 1823, 1825 gab es dann noch einen Nachklapp, vorweg. Eine neue Zeit, ein anderer Bewusstseinsstand verlangt nach anderen künstlerischen Inhalten und Ausdrucksweisen. Rien dans la vie ne doit être stationnaire, et l'art est pétrifié quand il ne change plus. 20 ans de révolution ont donné à l'imagination d'autres besoins que ceux qu'elle éprouvait quand les romans de Crébillon peignaient l'amour et la société du temps. Crébillon fils, 1707 bis 1777, schrieb elegante, sehr erotische Romane, die in der Oberschicht spielen. Die sind schon sehr bezeichnend, die Titel Les Égarements du Cœur et de l'Esprit, die Verirrungen des Herzens und des Geistes, oder Le Sofa, in dem ein Sofa erzählt, was auf ihm alles schon sich abgespielt habe. Das ist nicht mehr angemessen zu ihrer Zeit, schreibt Madame de Staël. Nichts im Leben darf stillstehen und die Kunst versteinert, wenn sie sich nicht mehr ändert. 20 Jahre Revolution haben in der Einbildungskraft andere Bedürfnisse geweckt als diejenigen, die man kannte, als die Romane Crébillons die Liebe und die Gesellschaft seiner Zeit schilderten. Klar wird damit auch, dass der in de l'Allemagne präsentierte Kanon eine subjektive Setzung ist und in erster Linie dazu dienen soll, sich selbst zu überwinden,
indem er zu neuen, zeitgemäßen, aber unvorhersehbaren Werken inspiriert und motiviert. Madame de Stael knüpft an den Romantikbegriff Friedrich Schlegels aus seinem 116. Athenäumsfragment an. Und das ist eben die der zukunftsgewendete Romantikbegriff. Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie, womit er meint, dass sie stets fortschreiten und sich selbst überwinden in die Zukunft muss, und Universalpoesie, indem er meint, dass sie alle verschiedenen Gattungen in eins verschmilzt und auch alle Stilformen. Und Madame de Stael schreibt entsprechend: La littérature romantique est la seule qui soit susceptible encore d'être perfectionnée. Parce qu'ayant ses racines dans notre propre sol, elle est la seule qui puisse croître et se vivifier de nouveau. Le goût change à chaque nouvelle production des hommes de talent. Tout est progressif, tout marche, et le point stationnaire de perfection n'est point encore atteint. Mais est-ce un mal? Chez toutes les nations où l'on s'est flatté d'y être parvenu, l'on a vu presque immédiatement après commencer la décadence et les imitateurs succéder aux écrivains classiques comme pour dégoûter d'eux. Die romantische Literatur ist die einzige, die noch der Vervollkommnung fähig ist, weil sie ihre Wurzeln in unserem eigenen Boden hat, also nicht mehr sich auf die griechische Mythologie zurückbezieht, und daher die einzige ist, die wachsen und sich neu beleben kann. Der Geschmack ändert sich mit jedem neuen Werk eines Menschen von Talent. Alles ist progressiv, alles schreitet fort. Und der Endpunkt der Perfektion ist noch nicht erreicht, aber ist dies von Übel? Bei allen Nationen, die sich schmeichelten, den Endpunkt der Perfektion erreicht zu haben, sah man fast unmittelbar darauf die Dekadenz eintreten und Nachahmer auf die Klassiker folgen, wie um Widerwillen gegen sie zu erregen. Madame de Stael de l'Allemagne ist eine romantische und gleichwohl nicht rückwärtsgewandte Poetik, eine groß angelegte Absage an kulturelle Hegemonien, an jegliche Art von Klassizismus und von Traditionalismus. Traditionspflege des kulturellen Höhenkamms ist ihr wichtig, um die europäischen Kulturideale der Vergangenheit wachzuhalten, um gewisse kulturelle Niveaus nicht zu unterschreiten und auch als Kritik, die Traditionspflege also der europäischen Kulturideale als Kritik an der Instrumentalisierung der Vernunft zu rein wirtschaftlichen Zweckinteressen. Traditionspflege darf aber nicht um ihrer selbst willen betrieben werden, sondern fungiert nur als Brücke in die Zukunft. Die Zukunft ist offen. Das Bewusstsein der Menschen ändert sich und mit ihm ihr Geschmack. Einen Zielpunkt der Perfektion gibt es nicht. Sehr wohl gibt es aber die Gefahr von Dekadenz, die einerseits durch Vergessen des kulturellen Erbes Alteuropas droht und andererseits auch durch Fixierung und Abschließung des kulturellen Kanons. So viel zu Madame de Stael's De l'Allemagne.